Seid jetzt gegrüßt. Ich spreche heute mit dem guten Outlaw. Sei gegrüßt. Ja, einen wunderschönen Abend und schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Du kommst ja vom Podcast Real Talk Issas, muss ich glaube ich nicht mehr groß vorstellen, da war ich auch schon zu Gast. Und du warst gestern in einem sehr interessanten Talk. Ich glaube, damit können wir gleich mal einsteigen. Du hast mit Lexi und About a Fruit geredet. Und mit Hugo, nachdem About a Fruit einen Talk mit Dekaldent hatte. Und Dekaldent, der scheint gerade seine Strategie zu ändern. Was ist dir da aufgefallen? Du hast das, glaube ich, mehr verfolgt als ich. Ja, genau. Also ich habe gestern auch wieder, das war wieder so ein Zufallsding tatsächlich, dass ich so geguckt habe, wer ist bei Twitch online, als ich ein bisschen Videos am Schneiden war. Dann habe ich mal bei About a Fruit reingeschaut und da war halt schon Dekaldent einfach drin. Ich erst mal, was ist denn hier los? Dekaldent da im Talk. Und ja, Dekaldent hat sich wirklich sehr versöhnlich gegeben, so sehr zugehend auf ein About a Fruit und seine Punkte. Hat sich sogar im Laufe des Gesprächs bei einer Lucy entschuldigt, die auch im Chat gewesen ist. Also es war ja ganz wild, da war ja jeder im Chat gestern, ne? Also so aus den Bubbles quasi, also von den beteiligten Leuten. War schon sehr interessant, also ja, war viel los. War, glaube ich, auch insgesamt dann ein 8-Stunden-Stream. Er hat dann auch noch in den Geburtstag reingestreamt. War richtig wild. Ja, was für eine Strategie fährt Dekaldent jetzt? Was ist dir da bei dem Gespräch aufgefallen? Ich sehe das nämlich, das kann ich glaube ich schon mal vorweg sagen, sehr, sehr skeptisch und glaube nicht, dass Dekaldent groß versöhnlicher ist. Ja, ich habe es gestern in dem Aftertalk, da wo ich dann drin war, also nachdem Dekaldent raus ist, da hat ja About a Fruit dann Hugo, Lexi und mich reingeholt. Da habe ich es auch ein bisschen anklingen lassen, eine gewisse Skepsis, ich glaube auch im Chat und auch bei Lexi und Co. ist da auf jeden Fall noch eine gewisse Skepsis da, ja, also ich glaube auch, ja, ich will nicht vorverurteilend sein, weil die Meinung von einem About a Fruit war ja durchaus, dass man da auch mit Good Faith rangehen soll, wenn jemand sich ein bisschen ändern möchte. Allerdings, erfahrungsgemäß, bin ich da schon sehr skeptisch, dass das ein strategisches Ding von Dekaldent sein könnte. Weil er das ja auch vor 2-3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, mit Nightan im Talk angesprochen hat, ja, dass er da jetzt einen Strategiewechsel auch anstrebt. Also mit Leuten zu reden, sich anzuhören und sie dann argumentativ zu zerlegen. Das hatte er ja in Bezug auf dieses AfD-Video da hatte er irgend so einen Talk mit irgendeinem random AfD-Wähler gehabt. Da hat er wohl gesagt, oh, das kam ja so gut an, das könnte der Weg werden, ne? Ja, ich glaube auch, dass wir es hier mit einem strategischen Schiff zu tun haben. Dekaldent hatte das vor geraumer Zeit schon mal angekündigt, als er gemeint hätte, er sei zu Sinan zu hart gewesen. Also das ist ja nichts Neues und mittlerweile scheint er diesen strategischen Shift auch umzusetzen, aber er setzt ihn nicht gegenüber allen um. Er redet jetzt mit einem About a Fruit freundlicher, mit einer Lucy vielleicht auch. Er redet mit all jenen freundlicher, das ist zumindest meine aktuelle Analyse, die er als auf Kipp stehend wahrnimmt. Also wo er denkt, dass es was zu holen gäbe. Also bei denjenigen, die er als politische Gegner betrachtet, mit denen wird er nicht freundlicher umgehen. Das hat er auch im Talk mit About a Fruit ziemlich deutlich an vielen Stellen so gesagt. Das deutlichste Zitat war, wenn du ein politischer Gegner wärst, dann würde ich jetzt nicht mit dir reden. Ja, aber da muss man ja fragen, was ist denn ein politischer Gegner für ihn? Zum Beispiel, bist du ein politischer Gegner? Bin ich ein politischer Gegner? Definitiv. Das denke ich nämlich auch. Das hat er auch immer wieder anklingen lassen in dem Talk gestern, dass er meinte, naja, du bist ja nicht mein Gegner, du bist ja, oder man muss auch mit Leuten reden, die da irgendwie ihre Fragen haben, so Leute wie About a Fruit zum Beispiel, aber dann hat er immer so in den Nebensatz, aber mit Nazis natürlich nicht. So, und dann ist immer so das, was ich mich frage, ja, was ist denn ein Nazi für ihn? Wie würde er das definieren, ja? Ist ja ähnlich wie so ein Neidern, der Leute wie mich einfach Fasche oder Nazi nennt, obwohl ich tatsächlich sagen würde, dass ich gar nicht mal so weit von der Mitte weg bin und ich mich auch nicht wirklich als hart rechts oder, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt rechts bin. Mir ist es egal, wenn es so wäre, weil ich rechts erstmal als was Demokratisches, genau wie links, Normales ansehe. Aber ich habe halt gemischte Standpunkte, ne? Und da ist halt dann meine Frage, ist dann jemand wie ich schon ein Nazi? Für diese Leute? Ich glaube, sie würden ja sagen. Das ist aber crazy.
Das hat Neitan doch ziemlich eindeutig gesagt. Ihr seid zumindest mal Flaschos. Da sind sie sich einig und Genau. an einigen Stellen, da klang es so, als würde er euch auch als Nazis einordnen. Er hat ja beispielsweise die Forderung nach einem Staatsbürgerschaftsrecht, was wir in Deutschland bis in die 90er Jahre auch schon hatten, die ihr auch erhoben hattet, als Nazi-Take bezeichnet. Genau. Also ich habe mich da mit diesen Themen auch gar nicht so tief gewesen. Wir sind ja auch drei Leute in unserem Podcast. Ja, ich weiß gar nicht, von wem der Punkt kam, ob es von mir kam, ob es von jemand anderem kam. Ist auch irrelevant, selbst wenn es so ist, wäre es ja kein Nazi-Take. Es war ja bis 99, 2000 hier normal. Und ja, da ist halt die Frage. Ne? Ich habe so ein bisschen, also den Eindruck hat man schon ein bisschen, das habe ich auch im Chat gestern gelesen, zum Beispiel eine Feuratix hatte geschrieben, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwie von einem Proletopia zum Beispiel, also das hat der Chat halt geschrieben, ne? Dass wir jetzt nicht von dem Proletopia wegtreiben. Das war so ein bisschen, glaube ich, auf Karl bezogen, der das vielleicht ein bisschen anstreben könnte jetzt, wenn er da so in die Bubble reingeht, mit den Leuten spricht. Definitiv strebt er das an. Also Dekadente hat... Ich kann es mir vorstellen. Das ist jetzt meine Analyse, seine Freund-Feind-Kalibrierung geändert. Er versucht jetzt Leute, die auf Kipp stehen, Leute, die sich nicht klar gegnerisch zu seiner Ideologie positionieren, noch irgendwie auf seine Seite zu ziehen oder zumindest zur Neutralität zu bewegen, wenn er wieder auf den anderen losgeht. Und dass er auf eine Proletopia losgeht, das hat er ja vor ein paar Tagen noch ganz klar gemacht. Also er kann ja nicht den einen Tag irgendwelche Lügen über Proletopia, der angeblich irgendwelche Steuerunterlagen nicht ausgeführt hätte, erfinden und Proletopia die Schuld dafür zuschieben, dass Twitch ihn hier zensiert und so ohne irgendwelche Belege dafür zu haben zudem noch und dann ein paar Tage später Diskurswilligkeit heucheln. Ja, es ist halt sehr fragwürdig, vor allem, weil ich halt im Hinterkopf einfach habe, dass er auch mit einem Neitern darüber erst vor 2, 3 Wochen gesprochen hat, live on stream, ja, das ging auch ein bisschen bei Twitter rum, da haben sie ja wirklich ganz offen strategisch darüber gesprochen, na, wir müssen jetzt ein bisschen freundlicher werden, ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen und so, das scheint ganz gut strategisch aufgehen zu können und ja, dass sie dann jetzt wahrscheinlich vermehrt dann auch immer mehr bei der Proletopia-Bubble, die sich ja tatsächlich entwickelt hat, so über die letzten Wochen oder Monate, da auf jeden Fall jetzt so ein bisschen Fuß fassen wollen, habe ich das Gefühl, ja. Weil die haben ja auch immer einen Gegenwind gespürt von dieser Bubble. Wenn zum Beispiel auf eine Lucy eingeschossen wurde, wie Erwin auch richtig gesagt hatte, dann haben ja einige Kreatoren auch direkt zurückgeschossen, ne? Und das wurde, glaube ich, langsam zum Problem für diese Leute. Ja, weil man diese Leute auch nicht pauschal als Nazis abstempeln kann dann. Du hast auch gesehen, wie diese Leute immer wieder Zensur von politischen Gegnern gefordert haben, wie diese Leute gefordert haben, dass man Proletopia von Twitch verbannt. Also das sind ja Forderungen, die aus der Walking Bubble gekommen sind. Klar, er ist zu kritisch, ne? Und die Leute, die mit ihm abhängen, halt auch. Das ist ein Problem. Vor allem das größte Problem, was sie dann haben, ist, dass sie diese Leute eben nicht glaubhaft als Nazis verkaufen können, mit denen man nicht reden darf. Und deswegen muss man sich da wahrscheinlich eine andere Strategie einfallen lassen. Ist jetzt mein Eindruck. Ich will ihm hier nicht das Schlimmste unterstellen, ja. Weil About a Fruit hat zum Beispiel die Hoffnung, dass er es wirklich ernst meint. Wir analysieren, was er sagt. Er hat zu About a Fruit gesagt, wärst du ein politischer Gegner, hätte ich nicht mit dir geredet. Also das ist völlig eindeutig. Ich habe meine Freund-Feind-Konstellation geändert. Du bist jetzt gerade so kein Feind mehr, vielleicht gibt es bei dir was zu holen. Vielleicht aber auch nicht. Okay, dann schlage ich trotzdem auf dich ein. Also so klang das für mich. Ist halt das Ding, wenn About a Fruit wieder einmal aus Karls Sicht etwas Falsches sagt, wie ein Karl dann darauf reagiert, ja. Das ist halt die Frage, ob er dann wieder direkt als Feind gebrandmarkt wird oder nicht. Das wird strategisch entschieden. Das kommt darauf an, wie viel Reichweite About a Fruit hat, wie groß die Gefahr ist, dass da irgendwelche anderen Influencer dazwischen gehen. Also Karl hat, glaube ich, gesehen, dass sich das Kräfteverhältnis auf Twitch geändert hat und dass es mehr Streamer gibt, die ihn kritisieren, wenn er auf irgendwen losgeht. Und dementsprechend versucht er jetzt, die Zahl der ihm feindlich gesonnenen Streamer zu reduzieren. Ist auf jeden Fall vorstellbar. Ist auf jeden Fall vorstellbar. Weil, ja, die eine Ecke, die ihn kritisieren würde, hat er halt schon als Nazis, Faschos und was auch immer gebrandmarkt. Mit denen muss man eh nicht reden, denen darf man gar nicht erst zuhören. Damit hat er ja schon jegliche Kritik unterdrückt. Und ja, jetzt muss er gucken, wie er das in diesem Thema handelt, ne? Ja, definitiv. Also jeder, der
rechts der CDU steht, beziehungsweise nicht mal rechts der CDU, jeder, der außerhalb des Mainstreams steht, ganz egal, ob jetzt rechts oder links, der ist für ihn Fascho, Nazi, Rechtspopulist, was auch immer. Richtig, richtig, so sieht das aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht, ja, ob er da jetzt auch noch in weitere Talks gehen wird, vielleicht ja sogar mit dir, wer weiß. Oder mit einem Erwin oder mit was weiß ich. Müssen das war ja ganz interessant. Machen. Erwin wollte er ja nicht dabei haben. Erwin hatte ja angeboten, dazu zu kommen. Was ich sehr doppelmoralisch fand, by the way, weil Abouter Fruit hatte so eine, zwei Stunden vorher, da war er mitten im Talk mit Karl. Und dann ist Naitan im Chat aufgetaucht und hat dann die ganze Zeit gesagt, hol mich rein. Und Abouter Fruit hat gesagt, nee, ich möchte das nicht. So, weil dann ist es halt ein 2 gegen 1 und er hat wortwörtlich gesagt, ich würde mit Naitan lieber erstmal wieder privat sprechen. So, und dann fing Karl irgendwie an mit, ja, überleg's dir und ich hole mir jetzt mal einen Kaffee und dann stolpert er da rum und dann muss er sich nochmal einen Kaffee holen. Irgendwie hat er es dann geschafft, dass Abouter Fruit sich dann doch darauf eingelassen hat und war dann tatsächlich in einem 2 gegen 1 Gespräch mit den beiden. Ja, und Polytopia durfte nicht dazukommen. Wieso? Genau, wieso? Genau. Aus strategischen Gründen. Genau, also als Abouter Fruit sich will ich auf jeden Fall erstmal sagen, der kann da absolut nichts für. Wenn der Gast sagt, nein, das möchte ich nicht, dann kannst du das als Gastgeber natürlich nicht einfach tun. Verständlich. Aber schade, dass Karl da verneint hat. Ne? Hätte ich eigentlich sehr interessant gefunden, wenn Erwin da dann auch dazugekommen wäre gestern Abend. Die Anerkennung demokratischer Standards. Also das ist jetzt ein großes Wort für diese kleine Ebene, aber das ist ein Grundsatz, den man, glaube ich, mal feststellen sollte. Die Anerkennung demokratischer Standards basiert auf Gegenseitigkeit. Wenn ich beispielsweise mich zu einem Diskurs auf Augenhöhe treffe und dann sage, okay, du darfst von mir jemanden, der deiner Meinung zustimmt, gegenübersteht, noch dazu holen, dann ist zwar 2 gegen 1, aber dann müsstest du im Gegenzug einfordern, ja, da darf ich das auch. Wenn du das dann nicht einfordern kannst, sondern der andere nur einen Vorteil für sich selbst reklamiert. Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Dann zeigt das doch schon, dass mit dem nicht mal ein Konsens über die Eskalationsebene, auf der sich alles abspielen darf, gefunden werden kann. Wenn du ihm den kleinen Finger reichst, dann wird er versuchen, dir die Hand abzureißen. Ich müsste da an der Stelle aber noch richtig stellen, dass Polytopia erst dazu kam, als Naitan schon wieder raus war. Zu dem Zeitpunkt war das ein 1 gegen 1. Also es wäre dadurch jetzt keine 2 gegen 2 Situation entstanden. Nee, ja, aber Naitan war ja vorher dabei. Also vorher, wie gesagt. Es ist ein kleiner Punkt. Aber es zeigt doch, dass Karl nicht darauf bereit ist, sich auf mindeste Kompromisse einzulassen, was die Diskussionskultur angeht. Was also wirklich rudimentäre Grundregeln des Dialoges angeht, sondern dass er, wenn man ihm die Hand reicht, also jetzt nicht mehr sofort versucht abzureißen, wie vielleicht noch vor ein paar Wochen, sondern versucht, sich mit List und Tücke an die ganze Hand zu kommen, aber dass er selber dir niemals die Hand reichen wird, wenn du das Gleiche von ihm forderst, was er gerade von dir gefordert hat. Ja. Also ich verstehe Karl da halt auch nicht aus. Also es ist ein Indiz für mich, dass es halt wieder eine strategische Sache ist, dass er da eher wenig Plattform will, wieder da, wo er ist und diese direkte Konfrontation auch einfach wahrscheinlich nicht will. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sage, ich verstehe es. Also die Walkies, die verlieren auf Twitch langsam ihre diskursive Hegemonie. Da setzen sie jetzt auf Demonetarisierung, da setzen sie auf Kanalsperrung. Und sofern das nicht möglich ist, also deutsche Gerichte haben ihnen da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, was es angeht, beliebig viele Kanäle zu sperren, dann setzen sie jetzt darauf, und das ist der strategische Shift, dass sie einige Kanäle, bei denen sie denken, es wäre eventuell was zu holen, dass sie die versuchen, auf ihre Seite zu ziehen. Das ist Strategie. Ich würde sagen, das haben sie sogar grundsätzlich schon immer gemacht. Ich glaube, genau auf diese Art und Weise sind auch viele Leute in Anführungszeichen nach rechts geschoben worden in den letzten Jahren schon, ne? Das wird eine ähnliche Methodik gewesen sein. Da hat man den Normis immer aufgeschwatzt. Ach, guck mal, das sind alles böse Nazis, obwohl es wahrscheinlich gar keine Nazis oder nur sehr wenige sind, wenn überhaupt. Und naja, diese Leute gehen halt in Good Faith dran und glauben das dann halt vielleicht, ne? Und sagen dann, oh, dann lieber aufpassen und sowas. Also es hat schon einen großen Split in der Gesellschaft sowieso verursacht und jetzt soll es halt den nächsten Split geben, nehme ich an, ne? Dass dann innerhalb der Linken auch die Leute, die nicht auf diesem einen Kurs sind, da auch jetzt wieder ausgeschlossen werden sollen, abgespalten werden sollen.
Ja, und da haben viele aus meinem Lager, so nehme ich das wahr, keine klare strategische Sicht. Also du siehst ja, wir debattieren da gerade gar nicht groß. Also du siehst das ja tatsächlich ziemlich ähnlich. Also da. Klar. Ich glaube auch ein Erwin sieht das so. Mit dem rede ich ja öfters auch im Discord, bisschen privat und so. Da haben wir auch, das haben wir auch die letzten Wochen schon häufiger mal thematisiert, wie diese Strategie funktioniert, ne? Man hat sich aus meiner Sicht, ja, aus meiner Schwurbelsicht, hat man sich als Mainstream irgendwann gesagt, so, wir vereinnahmen jetzt die linke Seite, während wir gleichzeitig alles, was rechts davon ist, komplett dämonisieren, so dass keiner mehr damit sprechen darf. Und das, was innerhalb der Linken abweichend ist, wird einfach nach rechts geschoben. So mit, damit hat, man hat sich diesen rechten Dämon quasi geschaffen, dieses große Feindbild künstlich erschaffen, größtenteils zumindest künstlich, und dann gesagt, alles, was nicht stramm mitzieht, was wir wollen, das wird dann darüber geschoben. Ja? Und so hat man quasi die Macht über rechts und links erlangt. Würdest du dem so zustimmen, so in der Richtung? Das ist natürlich eine ganz, ganz böse Verschwörungstheorie, von der ich mich sofort distanzieren will. Nein, du hast recht mit der Analyse. Also man sieht ja mittlerweile, wie Forderungen nach Frieden in der Ukraine als rechts geframed werden. Forderungen nach dem Frieden im Nahostkonflikt werden als antisemitisch geframed. Also es ist vollkommen irre, wohin der Diskurs abgeglitten ist. Und ja, also bei Corona, wer gegen autoritären Staat war, der war rechts. Auch sehr interessante Argumentation, aber oder was für interessante Wortkonstruktion da von einigen Soziologen erfunden wurde. Autoritärer Libertarismus. Also, auf sowas muss man erstmal kommen. Ja, vor allem, wenn man sich damals die Querdenker-Bewegung anguckt haben, hat, das waren ja teilweise Esoteriker bis Hippies, ja, das waren ja größtenteils Linksliberale und weiß ich Alles nicht, Nazis, alles Nazis. ein Durchschnitt der Gesellschaft und sicherlich auch Rechte darunter gewesen, aber halt alles Mögliche, ja. Wurde alles pauschal als rechtsextrem dämonisiert. Da hat man damals sogar auf Twitter, ich habe das damals ja sehr intensiv verfolgt, da hat man dann auch angefangen, irgendwie Querdenker sind Terroristen und alles, weil halt einer auf der Tankstelle irgendwie durchgedreht ist, angeblich wegen der Maske und so. Ja, wir haben ganz, ganz wilde Zeiten hinter uns und ich befürchte auch bald wieder irgendwann vor uns. Ja, es ist wahnsinnig. Ja, und diese Radikalisierung des Diskurses, die hat eben vor Twitch nicht Halt gemacht und auch, ja, ihr seht's ja, also jemand wie Erwin, da sind wir jetzt wieder bei dem, alles, was abweicht, ist dann gleich rechts, oder ich auch, oder ein Sinan, wir werden als Rechtspopulisten verleumdet. Also, ja, und Ja, das klar. hat all diese Angriffe, die Karl auf Leute gefahren hat, die hat er ja bis heute nicht zurückgenommen. Also er hat sich jetzt bei den Leuten, er versucht sich jetzt gerade mit den Leuten, wo er denkt, es gäbe was zu holen, gut zu stellen. Aber hat er sich dann bei dem Erwin was entschuldigt oder zumindest die Angriffe zurückgenommen, richtig gestellt, was er behauptet hat? Hat er sich bei mir entschuldigt? Hat er sich bei Sarah Wagenknecht entschuldigt, beziehungsweise die Anschuldigung gegen sie richtig gestellt oder bei einem Sarah so Mundschuh? Bisher all das nicht. Ganz einfach, weil Karl hier wirklich nur die Leute, wo er wirklich glaubt, es gäbe was zu holen. Wo er glaubt, es gäbe politischen Einfluss zu gewinnen. Weil er mit den Leuten jetzt freundlicher umgeht, als er es vorher gemacht hat. Also er verhält sich jetzt mehr oder weniger wie ein normaler Mensch und nicht wie ein randalierender Berserker. Da muss ich ja About Tough Roots Punkt von gestern nochmal einbringen. Man darf nicht zu viel, also es war sein Good Faith Kommentar dazu. Man darf jetzt nicht zu viel auf einmal erwarten. Vielleicht meint er es ja doch ehrlich. Ja, wie ich einfach Fairness, der Fairness halber nochmal mit einbringen, dass er jetzt nicht an einem Tag sich auf einmal überall entschuldigen kann. Aber wer Das spielt. weiß, vielleicht, Agi, vielleicht kommt er ja die Tage mal oder die Wochen mal auf dich zu und will sich sogar bei dir entschuldigen. Was willst du denn da sagen? Für einen Diskurs bin ich immer offen. Ich brauche keine Entschuldigung. Ich will, dass er sich nicht mehr wie ein politischer Feind verhält. Und da bin ich bei diesem Punkt, wo ich About a Fruit hier mal widersprechen würde. Die Ideologie ist ja nicht weg. Also Dekadent verfolgt ja immer noch die gleiche Ideologie. Und diese Methoden, die ergeben sich aus dieser Ideologie. Wenn du überzeugt bist, dass du das Gute gepachtet hättest, und das hat Karl ja ziemlich deutlich gesagt, deswegen beschäftige er sich mit Moral, er wüsste halt, dass er auf der richtigen Seite stünde und deswegen dürfte er halt die gleichen Methoden anwenden wie Nazis. Okay, das ist auch eine Position, aber Das ist wahnsinnig, ja. wenn du aus diesem Selbstverständnis heraus agierst, ja. Also dann kann es natürlich sein, dass du aus strategischer Sicht jetzt mal zu der einen Gruppe ein bisschen freundlicher bist,
oder mal ein bisschen aggressiver, aber das heißt nicht, dass sich an der Ideologie irgendetwas geändert hätte. Diese Ideologie von Dekadent, die ist ja komplett zu verurteilen. Also, wer ist du da jetzt nur von den Methoden oder von dem Ziel oder von beidem? Von allem, ja, von beidem. Ja. Das eine ergibt sich auch aus dem anderen. Also wenn du Geschlecht als soziale Kategorie abschaffen willst und dann Debatten beispielsweise mit einer Lexi, also das ist ja jetzt kein, so, das ist natürlich auch eine ganz böse Rechtspopulistin und ein transfeindlicher Token, haben wir bei Neitern gelernt. Nein, aber das ist ja jetzt eine, also jemand, der relativ, ja, der sich gut mit dem Thema beschäftigt hat und der relativ vernünftige Ansichten da hat. Und den muss man jetzt dämonisieren und aus dem Diskurs ausschließen, dann würde man sich mit dem in eine Debatte wagen, dann würde man krachend verlieren. Deswegen wollen diese Leute nicht mit Lexi reden. Nicht, weil sie irgendwie ein Token sei oder so ein Schwachsinn, sondern weil sie keine Argumente haben. Diese Leute hassen den freien Diskurs, weil sie sofort in ihm untergehen würden. Das siehst du auch auf Twitter, wo nicht mehr alles nicht woke wie wild gebannt wird. Da schwindet die woke Dominanz sehr, sehr schnell. Ja, also Lexi war ja auch damals bei uns im Talk, deswegen kenne ich auch die meisten Positionen von Lexi, zumindest die damaligen. Und Lexi sagt halt, wie es ist aus ihrer Sicht. Ja, ich bin ein biologischer Mann, aber bin zu einer Transfrau geworden. Punkt. Und das ist ja schon ein unerträglicher Talking Point für Leute wie Karl, die sagen, nein, du warst schon immer eine Frau, du bist einfach nur eine Frau. Und das geht halt an der Realität einfach vorbei, ja. Und Lexi, ich glaube auch Persia X vertritt, glaube ich, ähnliche Standpunkte wie Lexi, soweit ich weiß. Da bahnt sich wahrscheinlich auch bald ein Talk an, habe ich eben gestern so ein bisschen rausgehört, zumindest mit Hugo. Die sieht das ja genauso und die ist ja auch deswegen gebrandmarkt und ausgestoßen. Und da muss man sich halt mal erstmal fragen, warum überhaupt, ja? So, normalerweise verweisen diese Leute nämlich immer auf die Wissenschaft, ja, wenn es so um andere Themen geht. Und bei dem Thema, wenn man da auf die Wissenschaft verweist, dann sagen sie, nee, musst du ja nicht machen, du kannst ja auch einfach höflich sein. Obwohl das ja nie der Punkt war. Keiner sagt irgendwie, ich renne jetzt irgendwelchen Transleuten auf der Straße hinterher und schreie denen ins Gesicht, hier, du bist das und das. Das macht ja kein Mensch, das wäre ja wahnsinnig. Natürlich, im Real Life, wenn man einer Person begegnet, die einem das so sagt, du sollst mich so und so ansprechen, also er oder sie, dann macht man das aus Höflichkeit, natürlich. Also das habe ich schon gemacht, da war das noch gar kein Thema vor 10, 20 Jahren oder so in den seltenen Fällen, wo man mal so einer Person begegnet ist. Aber sie versuchen dann den Diskurs immer so auf diese Moral-Fühli-Fühli-Ebene zu verschieben und wollen einem dann unterstellen, oh, man ist ja super unhöflich, man hat irgendwelche bösen Absichten, wenn man das Thema irgendwie anspricht in einem Diskurs und so weiter und so fort. Das ist schon, ja, Wahnsinn. Ja, oder nehmen wir mal ein anderes Thema. Also die Walkies, die fordern ja auch No Nations, No Borders, jeder Mensch soll überall hinwandern dürfen. Also ja, jedes arme afrikanische Land, da können, wenn sie wollen, Millionen Menschen jedes Jahr nach Deutschland kommen. Wir haben ja nicht das moralische Recht, es diesen Menschen zu verbieten. Tja, so simpel ist deren Argumentation dann tatsächlich. Und ja, rate mal, was für eine Chance diese Leute in einem freien Diskurs hätten. Also wenn man wirklich diese Position frei antreten lassen würde gegen alle anderen Positionen, von regulierte Migration zu Migration stärker begrenzen oder Migration komplett verhindern, beziehungsweise null Netto-Migration, negative Netto-Migration, gibt es ja verschiedenste Positionen. Aber rate mal, welche Chance eine solche radikale Position im freien Diskurs hätte. Also du meinst jetzt No Nation, No Borders, ja? Ja. Ja, also mit normalen Leuten auf der Straße, die auch unpolitisch sind, hättest du halt auch nicht die geringste Chance. Die würden sagen, was, bist du verrückt? Guck dir das Land mal an, was für eine Massenmigration wir schon seit Jahren haben. Das verträgt das Land ja gar nicht mal so gut, nachweislich. Und das wollen sie dann noch härter durchführen und warum dann ausgerechnet auch immer Deutschland? Also es gibt ja kein anderes Land, das das ansatzweise so krass betreibt wie wir in den letzten Jahren zumindest. Ja, also das der soll Vorschlag, sogar noch erweitert werden. Der Vorschlag der Walkies ist, jeder darf hierher kommen, wenn er will und kriegt dann sofort eine deutsche Staatsbürgerschaft in die Hand. Ich meine, wir haben ja kein moralisches Recht, Ausländer schlechter zu behandeln als Deutsche. Das geht ja nicht. Ja, es ist halt immer das moralische Ding, ne? Also es geht immer auf das Moralische. Und wenn es aber mal umgekehrt der Fall sein sollte, dann wird auf einmal auf die Wissenschaft verwiesen. Es ist halt, also Doppelmoral spielt eine extrem große Rolle in der Argumentation dort. Und deswegen gehen sie ja auch mit wirklich kritischen Leuten, wie vermutlich auch wir beide es sind, nicht in einen Diskurs, ja.
Selbstverständlich nicht. Weil diese Leute schlicht und ergreifend keine Chance hätten, weil diese Ideologie nichts mit der Realität zu tun hat. Und deswegen haben sie bisher auf Zensur gesetzt, deswegen, und das werden sie auch weiterhin tun, haben sie darauf gesetzt, unbequeme Stimmen aus dem Diskurs auszuschließen. Jetzt haben sie gesehen, dass aus dem linksliberalen Spektrum vor allem viele Kritiker dazugekommen sind, jetzt vor allem gerade auf Twitch. Und deswegen fährt Dekadent da jetzt so einen leichten strategischen Shift. Aber ja, wie gesagt, das betrifft meiner Meinung nach nur dieses linksliberale Lager, zu dem wir beide nicht gehören. Gegenüber BSW und AfD werden sie weiterhin so aggressiv auftreten. Ich meine, es gibt ja woke Kreise, jüngst beim Magazin Monitor, da wird offen diskutiert, ob man die AfD denn nicht verbieten lassen sollte. Ja, es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Ich bin ja mal gespannt, wie der Kurs gegen die BSW dann, wenn es hart auf hart ist, laufen wird. Ob sie vielleicht sich dann denken, na gut, vielleicht zerstören die beiden sich gegenseitig und wir müssen da gar nicht eingreifen, ob die wirklich auch hart gegen BSW gehen werden. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ich bin da ja gar nicht im Thema. Kann da Dekadenz Einschätzung zitieren? Das ist Faschismus. Das hat Dekadenz zu Sarah Wagenknechts Forderung gesagt, dass man Migration etwas strenger begrenzen solle, da die Kommunen überfordert seien. So, das ist Faschismus. Da muss ich da mal fragen, als jemand, der sich ja auch durchaus mal als Normie outet, was jetzt so auch Fachbegrifflichkeiten und alles. Ich bin ja auch zum Beispiel beim AfD-Thema bin ich oft gar nicht so deep drin, ja, auf die ganzen Politiker und so. Also ich bin ja mehr Meinungsblogger als irgendwie was anderes, so. Was wäre denn jetzt mal deine persönliche Definition von Faschismus? Also, wenn man schon irgendwie sagt, Migration muss begrenzt werden, ist das schon ein Punkt, der das irgendwie erfüllt? Nein, völlig absurd. Ich finde tatsächlich die marxistische Definition am brauchbarsten, da sie wirklich konkret sagt, diese Methoden, diese Klassenbasis, also wirklich eine materialistische Definition. Also die Definition lautet, der Faschismus ist die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Großkapitals beziehungsweise des Finanzkapitals. Und das hat in so gut wie allen europäischen Ländern zugetroffen. Also der Faschismus in Deutschland hat zu einer unglaublichen Monopolisierung geführt. Er hat tatsächlich, obwohl er zur Zeit der Weimarer Republik, als er noch nicht an der Macht war, vom Kleinbürgertum getragen wurde, Politik gegen das Kleinbürgertum für das Großkapital ganz massiv gemacht. Die großen Unternehmen wurden immer größeren Konglomeraten in Monopolen zusammengefasst, die staatlich garantierte Riesenprofite machen durften, die der Anteil der obersten 10% beziehungsweise des obersten Prozents am Gesamteinkommen ist stark gestiegen während der nationalsozialistischen Herrschaft. Also das war schon relativ eindeutig, in wessen ökonomischen Interesse die Faschisten Politik gemacht haben. Das war in allen Ländern relativ ähnlich und daran kann man auch, und das Praktische an dieser Faschismusdefinition ist, dass darunter auch einige lateinamerikanische Militärdiktaturen fallen würden. Denn die haben auch Politik im Interesse des Finanzkapitals gemacht und auch die sind relativ terroristisch gegen die Opposition vorgegangen. Und das schützt eben davor, diesen Faschismusbegriff relativ wahllos zu verwenden. Ich meine, es gibt ja manche sehr schlaue Wokies vor allem, die bezeichnen Leute wie Viktor Orban als faschistisch, Trump als faschistisch, Putin als faschistisch. Ist alles riesengroßer Unsinn. Also Outlaw als faschistisch. Ja, ich war gerade auf der größten Ebene. Naja, aber auf der kleinen Ebene, wenn wir hier zu uns schauen, ja, seid ihr schon faschistisch. Ja, also es ist natürlich völlig irre. Also Faschismus bezeichnet wirklich eine offen terroristische Diktatur mit einer ganz spezifischen Klassenbasis, die eben nur selten erfüllt ist. Deswegen ist auch beispielsweise die Sowjetunion nicht faschistisch. Deswegen sind solche Ideen wie Linksfaschismus auch Quatsch. Deswegen mit dieser Definition, die kann man wirklich auf die historischen Faschismen anwenden, die es gab. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt Faschismus, das ist nicht Faschismus. Deswegen finde ich die relativ gut, weil sie eben so zweckmäßig ist. Und was man vielleicht unterstellen kann, ist, dass aus gewissen Lagern faschistoide Methoden angewendet werden. Könnte man durchaus sagen, oder? Faschistoide, das heißt, wir schauen uns jetzt einzelne Dinge am Faschismus an und da sagt man jetzt, das sei faschistoid, beispielsweise Führerprinzip oder sehr autoritäre Meinungseinschränkungen und sowas. Würde das auch dazu zählen? Ja, definitiv. Also, wie gesagt, alles, was Richtung Diktatur geht, kann man dann als faschistoid bezeichnen oder was dieses starke Freund-Feind-Denken hat. Das ist ja das Wesen der Politik. Und die Frage ist, inwieweit
Ja, in welche Bahnen lenkt man das? Und da gibt es halt manche Ideologien, die sagen, okay, die Feinde, die müssen vernichtet werden, und andere sagen, wir sollten versuchen, die Feinde, wir sollten versuchen, diesen Begriff so gut es geht zu tilgen. Manche leugnen diese Unterscheidung von Freund und Feind komplett, aber das ist realitätsfern. Also wenn du eine Gruppe hast, die offen sagt, wir wollen, dass ihr nicht mehr existiert, wir wollen euch vernichten oder zumindest wir wollen euch hier aus der Gesellschaft ausschließen. Also muss ja nicht unbedingt die physische Vernichtung sein, also soziale Ächtung, ins Exil treiben oder ins Gefängnis stecken, das reicht ja schon. Also dann ist man ja auch effektiv aus der Gesellschaft ausgeschlossen, wenn du solche Gruppen hast. Dann kannst du nicht sagen, ach, ich habe keine Feinde, dann sind das offensichtlich deine Feinde, weil sie sich so verhalten. Ja, weil gestern in dem Talk, um da mal wieder drauf zurückzukommen, von Dekadent und About a Fruit ging es, glaube ich, auch, da bin ich aber auch erst spät dazugekommen, da waren die gerade schon mitten da drin, ging wohl irgendwie darum, dass einige Leute einem Karl oder einem Neitan, ich bin mir gar nicht so sicher, vielleicht beiden oder nur Neitan, faschistoide Methoden vorgeworfen haben. Wie würdest du Ja. das denn einordnen? Diese Utopie, die Dekadent und Naitan da haben, also wo jeder, der ihrer komischen Ideologie da widerspricht, weggesperrt oder in Löcher getrieben wird, in Angst und Schrecken lebt. Also das geht schon Richtung offen terroristische Diktatur. Und wenn man sich überlegt, mit wem arbeiten Dekadent und Naitan zusammen? Mit Twitch, also mit dem Finanzkapital, also mit dem Großkapital. Twitch gehört zu Amazon, einer der größten Konzerne der Welt. Und davor von Twitch fordern sie halt, dass politisch abweichende Stimmen weggecancelt werden. Also ich finde diese Zuschreibung nicht ganz falsch. Okay, also auf jeden Fall ging es dann in dem Talk ein bisschen darum, da hat dann About a Fruit schon wieder Also ein bisschen Distanz davon genommen, auf jeden Fall. Das hat bevor, Karl wohl sehr gestört und Neitan, ja. sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber bevor das hier irgendein Walkie aus dem Zusammenhang schneidet, nein, ich habe hier nicht irgendein Walkie als faschistisch bezeichnet. Ich habe nur gesagt, dass ich About a Fruits Einordnung verstehen kann. Das ist nicht das Gleiche, wie ich teile das zu 100%. Nein, natürlich nicht. Also Sie wenn werden es eh überhaupt aus dem auch, wir haben auch Zusammenhang keinen als schneiden. Faschisten. Das hat ja About a Fruit auch nicht gemacht. Er hat ja gesagt, wenn überhaupt faschistoide Methoden, kann ja eine von ganz vielen sein. Das macht einen ja noch lange nicht zum Faschisten, ne? Also ganz klar. Naitan hat mir das vorgeworfen, dass ich sie als Faschisten bezeichnet hätte. Hat keinen Beleg Ja. dafür gehabt. Er hat sich das einfach ausgedacht, aber er hat es behauptet. Also solche Leute, die sich sowas ausdenken, wie bezeichnest du die? Sind das Leute, mit denen du in den demokratischen Diskurs treten kannst? Leute, die Das andauernd Frame ist Lügen über dich bösartig. Es verbreiten? ist bad, es ist Ja. maximal Bad Faith ausgelegt. Und die größte Clownsnase hat er ja in dem Moment auf, weil wenn er mich davor, einen wie mich, davor 10 bis 20 Mal Fascho genannt hat und dann rumheult, dass irgendjemand ihn angeblich so genannt hätte. Ja, also das, da fehlen mir die Worte, Alter. Da fehlen mir echt die Worte, dass er dann auch noch so ein Drama draus macht, wenn irgendjemand ihm irgendwas bezichtigt. Er gleichzeitig aber rumläuft und was weiß ich, wie viele Leute als Fascho bezeichnet. Also, das ist ja fast schon wie ein Sprachfehler bei ihm manchmal, so oft wie ich in seinem Stream das Wort Fascho höre. Ja, und ich komme da gerade auf eine Idee. Ich meine, Dekadent heuchelt ja gerade einen Sinneswandel. Ich finde, da sollten Leute aus unserer Bubble ihm definitiv mehr Gespräche anbieten. Das hatte ich ja schon bei Naitan gesagt. Der hatte ja so Drachenlord-mäßig irgendwelche Ansagen rausgehauen. Ich zerquetsche euch alle wie eine Tomate. Dann haben ihm alle möglichen Leute Gespräche angewendet. Dann ist er zuerst bei Polytopia nicht gut bei weggekommen, danach bei mir nicht gut bei weggekommen. Und das zweite Gespräch mit Polytopias hat er dann abgelehnt, wo er halt vorher noch gesagt hat, er sei da sofort dazu bereit. Und mit Lexi, da hat er auch ein Gespräch abgelehnt und sie dann wüst beschimpft. Also Er das sind. cherrypickt sich die Leute raus, wo er denkt, die sind good faith. Sie sind jetzt nicht so von ihm als nicht so überzeugt von ihm, dass er gewisse Ansichten oder Absichten hat, die da noch relativ, vielleicht auch gar nicht so tief im Thema drin sind, die jetzt noch daran glauben, dass er auch an das Gute glauben soll, das möglicherweise. Also er cherrypickt da auf jeden Fall. Wäre meine Vermutung zumindest. Vielleicht beweist er ja das Gegenteil demnächst. Das muss man dann erstmal sehen. Wenn er dann auch wirklich mit Leuten wie dir oder Erwin oder sonst wem in den Talk gehen würde, dann wäre das schon auf jeden Fall etwas interessanter, würde ich sagen. Also das würde das dann quasi widerlegen. Hier schreibt gerade einer in dem Chat, Naitan habe selbst über geschriebene Geschichte schlecht geredet. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht verifizieren, weiß ich nicht, aber ist ein interessanter Hinweis. Naja, Gibt es da denn was Negatives zu sagen? Also ich habe jetzt noch nicht so viel von geschriebener Geschichte gesehen. Ich war da abends in Kontaktschuld. New York.
Kontakt? Ah, Kontakt Schulz, okay, das könnte sein, weil da ist ja kein politischer Inhalt, glaube ich. Also der liest ja da seine Geschichte vor, was auch sehr interessant ist, aber ich glaube, da ist ja jetzt keine richtige politische Meinung selbst vorhanden, oder? Aber ja, er war bei mir zu Gast, das reicht doch. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Kontaktschuld. Also Kontaktschuld ist auch so eine Sache, also da werde ich auch mit stehen und fallen. Kontaktschuld ist ein Thema, das muss raus. Man muss mit jedem Menschen reden. Selbst wenn es ein vermeintlicher Nazi oder sonst was sein sollte, ja, solange er sich an irgendwie alle Regeln hält und so, selbst dann kann man mit dieser Person reden, ja. Man kann genauso gut auch mit Linksextremen oder Linksradikalen wie Neitern und Karl kann man ja auch reden. Das sagt ja auch keiner was gegen. Aber sie erheben sich da immer und denken, sie haben da irgendwie die erzieherische Autorität von ganz, ganz links außen und irgendwie die Mitte der Gesellschaft zu erziehen und denen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Dann stelle ich mir mal die Gegenfrage, ja, würdest du dich jetzt auch von einem Nazi erziehen lassen? Nein, natürlich nicht. Also warum sollte man auf links außen hören? Also jetzt aus Sicht der Mitte sozusagen, weißt du? Das ergibt gar keinen Sinn. Also Kontaktschuld soll zu sein auf jeden Fall. Und auch Distanzeritis und so. Ich sage immer, ich distanziere mich niemals von irgendwas, was ich nicht selber sage. Selbst wenn es in meinem Stream passiert, wenn jetzt ein Star irgendwas sagt, ja, dann hat das ein Star gesagt, aber nicht ich. Punkt. Was heißt von links außen? Die Mitte verwendet Kontaktschuld doch genauso als Waffe. Also das sind ja nicht zwei getrennte Lager, das ist ja zu einem Lager verschmolzen, wie du vorhin schon gesagt hattest. Das ist ja auch. Ja, wenn ich von Mitte rede, dann meine ich eher unpolitische, unwoke Leute so. Ja, die Wokisten haben kulturelle Hegemonie. Die bestimmen, welche Richtung sich diese Gesellschaft gerade entwickelt. Und diese Hegemonie, die gilt es aufrechtzuerhalten. Und Dekadent merkt gerade, wie diese Hegemonie auf Twitch merklich bröckelt. Und auf anderen Online-Plattformen, da ist sie schon verloren gegangen. Denn politisch könnte sie auch bald verloren gehen. Und da könnte es diesen Leuten tatsächlich an den Kragen gehen, zumindest ökonomisch. Dann dürften die Placements nicht mehr so üppig fließen. Dann dürften viele Leute aus staatlich finanzierten oder oligarchenfinanzierten Stiftungen entlassen werden, weil die nicht mehr die entsprechenden Gelder bekommen. Also hier gibt es wirklich so einen riesigen Bogen Leuten, der um ja seine Existenz, seine politische Existenz, seine ökonomische Existenz bangt. Und diese Leute verteidigen sich natürlich mit Zähnen und Klauen. Ja, klar, klar. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, also da gucke ich echt mit Spannung entgegen. Vor allem jetzt auch bei Twitch. Also das, was auf Twitch, ich finde ja immer so ein bisschen das, was man im Influencer-Game auf Twitch erlebt, das kann man so auch auf viele verschiedene Felder wie Medien, Politik und so weiter, halt immer Stufen drüber da natürlich, so ein bisschen auch beziehen, weil da ja meistens die ähnlichen Strömungen sind, ja, die vertreten ja immer relativ ähnliche Meinungen, während die Influencer natürlich als Vorfeld quasi immer einen Schritt weiter gehen, ist ja normal. Das wird auf der Gegenseite ja auch so, würde ich sagen. Ja, definitiv, definitiv. Also in eurem Lager, da gibt es ja an den Wokisten die Kritik, beziehungsweise nicht die Kritik, sondern den Frame, um es besser zu sagen, sie seien geisteskrank und bösartig. Was hältst du davon, das als Zuschreibung an sie zu verwenden? Also erstmal, du sagst in eurem Lager. Ich persönlich sehe mich nicht wirklich einem Lager zugehörig. Das sage ich immer wieder, habe ich auch schon immer gesagt. Nur auf mich persönlich bezogen, jetzt zum Beispiel nicht auf meine Co-Hosts oder so. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, geisteskrank und bösartig. Das kommt ja von Schlomo. Und ich persönlich habe Ähnliches. Ich habe nicht das Wort geisteskrank gewählt, aber bösartig auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt so eine Shoyoka zum Beispiel angucke, ganz explizit, oder Alerta und diese Leute, Dave, natürlich ist das bösartig, weil die Leute ja ganz bewusst Leute verleumden, Lügen verbreiten, maximal bad faith sind. Und dasselbe sieht man auch in der Politik, wenn man sich öffentlich-rechtliche Dokumentationen anschaut. Ich habe mir kürzlich die Dokumentation Feindbild Frau angeschaut bei ARD. Ja, es war in der Mediathek vor 2-3 Wochen, so im Rahmen des Frauentages, der ja da war. Und diese Dokumentation hat quasi 1:1 so argumentiert wie eine Shoyoka, ja. Und da weiß ich dann schon, woher dieses Gedankengut auch kommt. Das wird von oben echt reingeflößt. So, da wird dann irgendwie erzählt, ja, da war irgendein Attentat, da sind dann 10 Leute gestorben. Aber das interessiert alles eigentlich gar nicht, wer da gestorben ist, sondern da wird dann gesagt, ja, da waren sogar 2 Frauen dabei und deswegen war das ein Frauenhassangriff oder irgendwie sowas. So komplett wahnsinniges Framing, so das ergibt gar keinen Sinn. Aber ja, so dieses typische, ich bin eine Frau, du kritisierst mich, du bist ein Frauenhasser. Das war so die Message dieser Dokumentation, ja.
Und ja, das ist meines Erachtens natürlich bösartig und das kann man nicht nur auf Dummheit oder sowas schieben. Das Definitiv, passiert bewusst. definitiv. Also zu diesem geisteskrank und bösartig hätte ich tatsächlich drei Bemerkungen. Erstens ist es sicherlich eine in vielen Fällen sehr zutreffende Beobachtung, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Und wir sollten hier nämlich zwischen der Agitation gegen den Wokismus und der Analyse, also dem Diskurs innerhalb unseres Lagers, beziehungsweise haben jetzt andere Lager, du meintest gerade, du hättest gar keins, aber bewegst dich ja sehr im AfD-Vorfeld. Also wir sollten hier zwischen der Debatte über diesen Wokismus, zwischen der Analyse unterscheiden und der Agitation gegen den Wokismus. Und ich halte das agitatorisch für einen sehr sinnvollen Frame. Also wenn man diese Leute, also wenn man jetzt nicht sagt, sie wollten das Gute. Nein, diese Ideologie ist nicht das Gute. Dass Menschen in Angst und Schrecken leben, das ist nicht gut. Dass Geschlecht als soziale Kategorie abgeschafft wird, ist nicht gut. Dass wir hier noch mehr Massenmigration herbekommen, ist nicht gut. Dass wir Wirtschaftskriege gegen andere Länder führen, um jetzt mal einen Punkt zu nennen, der mich da sehr stark von dieser Ideologie entfernt hat. Also ich stand dem schon immer kritisch gegenüber, aber da habe ich mir, als dieser Wirtschaftskrieg 2022 gegen Russland begann, wirklich gedacht, wo lebe ich eigentlich, dass viele Menschen, die sich moralisch auf der guten Seite wählen, diesen Irrsinn verteidigen, der unser Land hier deindustrialisiert und die Bevölkerung verarmt. Aber brauche jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Also das ist alles nicht gut, was diese Leute fordern. Das ist, ja, ich will das jetzt, ich halte aber von dieser moralischen Bewertung nichts. Da würde ich dann in Analyse drauf verzichten. Wenn ich das analysiere, dann würde ich sagen, okay, Sie haben diese Ziele, ohne jetzt darüber zu werten, was bedeutet das politisch für mich? Inwieweit kann ich da meine Ziele umsetzen und inwieweit stehen diese Ziele feindlich zu meinen? Und aber agitatorisch halte ich es durchaus für sinnvoll, das alles als bösartig zu framen, da das ja auch gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung eine wirklich feindlich gesonnene Ideologie ist. Diese Wokies betrachten die Mehrheitsgesellschaft, das sagen sie ganz offen, als Feind. Also Naltan hat sich darüber lustig gemacht, als ich gesagt habe, Linke sollten eben sich für die Interessen der Mehrheit einsetzen. Ja, ich würde es ja nicht mal so framen. Für mich ist das ja eine Tatsache, dass Leute, die das auch wirklich selber agitieren, ja, also dann die Vordenker, die Vorsprecher und die den Leuten das Gedankengut einflößen, das ist auf jeden Fall bösartig. Ich würde jetzt nur an der Stelle differenzieren wollen und sagen, naja, der arme Kerl, der sich da jetzt meint, irgendwie irgendwo festkleben zu müssen, ja, dem unterstelle ich jetzt keine Bösartigkeit, sondern wahrscheinlich ist er irgendwie indoktriniert und der tut mir dann eher leid, ja, der hat Angst und was weiß ich. Aber klar, die Leute, die für dieses Gedankengut verantwortlich sind, das auch wirklich weitertragen, da würde ich schon in den allermeisten Fällen, also ich stelle mir fast immer die Frage, ist das jetzt Dummheit von ihm im Sinne von, der ist indoktriniert oder so und glaubt das wirklich oder ist er bösartig? Die Frage stelle ich mir immer und oft ist es halt Zweiteres, ne? Das Bösartige, klar. Aber differenzieren finde ich da trotzdem noch wichtig. Ja, wie gesagt, da muss man unterscheiden. Ich halte das für einen sehr hilfreichen Frame, denn Menschen sind nun mal emotionale Wesen und es ist ja auch eine sehr häufig zutreffende Beobachtung. Das hast du ja auch gerade selber gesagt. Und es geht vor allem für die Ideologen und die vordersten Exponenten, also Leute wie ein Georg Reste, Leute wie ein Dekadent. Die verhalten sich so und die würden ohne zu zögern politische Parteien, die ihnen widersprechen, zensieren. Die diffamieren ohne zu zögern Leute als rechtsextrem, die haben keine, also die haben Nancy wirklich, Faeser zum Beispiel, ganz schlimm, ja. ja, das ist Verfassungsfeindin als Innenministerin. Das sind die Zustände, die wir in diesem Land haben. Und die rechtfertigt das auch alles mit dieser Woken-Ideologie. Die trägt die Ja. Regenbogenfahne vor sich her und ja, Wird baut das währenddessen uns um. Demokratiefördergesetz und Ja. eine Beweislastumkehr und so, das ist eine absolute Katastrophe. Ja, wir säubern im Beamtenapparat, durchführen, politisiert den Verfassungsschutz noch mehr, als er ohnehin schon politisiert wurde. Der ist ja mittlerweile ein sehr, sehr starkes Repressionsinstrument gegen die politische Opposition. Und es ist meiner Meinung nach auch nur eine Frage der Zeit, bis das gegen das BSW zum Einsatz kommt. Also gegen die AfD ist er ja schon im Einsatz. Dazu kommt noch, also das ist jetzt nicht, ich glaube zumindest nicht auf Faesers Mist gewachsen, aber das neue Stiftungsgesetz im Bundestag, was dem BSW für drei Wahlperioden und der AfD jetzt zumindest für eine weitere Wahlperiode ihre eigenen Stiftungen versagt. Das heißt, neue Parteien werden systematisch von der Stiftungsfinanzierung ausgeschlossen. Bisher waren es zwei Wahlperioden jetzt, um die AfD erstmal temporär auszuschließen, hat man es auf drei erweitert. Und das bedeutet für das BSW, dass man bis Ende der 2030er Jahre keine parteieigene Stiftung hat und solange die Wettbewerbsbedingungen zugunsten der Altparteien massiv verfälscht sind.
Das könnte, also wenn das so stimmt, ich habe davon jetzt noch nicht gehört, aber es hört sich für mich auf jeden Fall sehr antidemokratisch an. Ja, diese Stiftungsfinanzierung war sowieso schon sehr seltsam. Also ob man das überhaupt braucht, würde ich eher dazu tendieren, dass man das nicht braucht. Aber wenn es allen Parteien gleich zur Verfügung stünde, dann wäre das ja in Ordnung. Aber die Parteien, die länger im Parlament sitzen, die sichern sich hier ihre Pfründe und neue Parteien, die werden eben nicht an die Futtertöpfe gelassen. Und da würde ich zumindest auf Seiten des BSW dann dafür eintreten. Also wie gesagt, dass man würde selbst frühestens Ende der 2030er Jahre seine eigene Stiftung bekommen. Also unter solchen Wettbewerbsbedingungen, da kann man auch gleich sagen, lass uns diese Stiftungsförderung komplett abschaffen. Lass uns die Parteistiftungen streichen. Also das wäre meine Antwort dann auf dieses antidemokratische Vorgehen. Okay, wenn ihr hier etwas habt, was ihr als Instrument gegen uns verwendet, wo ihr euch Wettbewerbsvorteile verschärft, dann weg damit. Das gleiche gilt für den Verfassungsschutz. Wenn der politisch einseitig bestimmte Parteien überwacht, weg damit. Das hat ja auch die Linkspartei lange Zeit gefordert, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird. Jetzt sitzt in einigen Landesregierungen mit dabei und besetzt die Verfassungsschütze in den Ländern mit ihren eigenen Leuten. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, ne? Aber es ist natürlich klar, dass die Altparteien da ihren Futtertopf nicht aufgeben wollen, ne? Ich weiß halt jetzt, ich habe da nicht so die politische Einsicht, wie viel das jetzt ausmacht, ob da wirklich kleine Parteien dann hart dran zu knabbern haben, wie jetzt BSW oder halt auch die AfD. Das kann ich kaum abschätzen. Das sind hunderte Millionen Euro. Also das ist, Boah. glaube ich, deutlich mehr, als die Parteien selbst kriegen. Das ist ordentlich, was du dazu bekommst. Und klar, da kannst du dir jetzt Parteienvorfeld aufbauen, aber wenn einige Parteien die Chance haben, das zu tun und andere nicht, dann ist das eine Wettbewerbsungleichheit und die sollen von den Parteien, die da nicht dran beteiligt werden, sofort damit beantwortet werden, dass man dieses ganze System abschafft. Also das ist die einzig logische Antwort darauf. Man sollte gar nicht versuchen, an die Futtertöpfe zu kommen, wenn die anderen versuchen, einen systematisch wegzuhalten. Die Anerkennung demokratischer Standards basiert auf Reziprozität. Wenn die Gegenseite nicht bereit ist, sie anzuerkennen, wenn die Gegenseite sagt, nee, wir sichern uns hier unsere Gelder und ihr habt nicht die gleichen Chancen wie wir, dann sollte man sich grundsätzlich dafür einsetzen, dass diese Gelder abgeschafft werden. Wenn die Gegenseite sagt, wir instrumentalisieren den Inlandsgeheimdienst, dann sollte man sagen, weg mit dem Inlandsgeheimdienst. Wenn die Gegenseite irgendwelche Demokratiefördergesetze erlässt und dieser Kampf gegen rechts, also der ist ja eigentlich ein Kampf gegen links, der dient ja dazu, diese gesamte linksradikale Szene auf antideutsch zu drehen, beziehungsweise jetzt neuerdings auch noch auf woke und die ja zu Regierungsschlägern zu machen. Und das hat ja vielerorts funktioniert. Die Antifas, die gehen da häufig gegen die Friedensbewegung auf die Straße. Also es ist völlig irre, was in diesem Land mittlerweile läuft. Und das ist halt von der Regierung mit massiven Geldströmen sichergestellt. Ich würde das jetzt nicht pauschal als Kampf gegen links oder rechts bezeichnen, sondern einfach als Kampf gegen die andere Meinung oder gegen die Kritik oder sonst irgendwas, ne? Weil da fällt ja durchaus beides drunter. Also sowohl rechts, links, Mitte, was auch immer. Das, was kritisch ist, das wird einfach bekämpft. Ja, definitiv, definitiv. Und dafür hat man halt die linke Seite, sage ich jetzt mal, vereinnahmt. Also das, was du heute als Antifa hast, ist ja nicht mehr vergleichbar mit dem, was du noch in den 80ern als Antifa hattest. Ja, und da sieht man ja mal wieder, um da vielleicht einen ganz kleinen Themenwechsel anzustreben, mit Begrifflichkeiten, ja, die versuchen sich ja auch immer hinter Begrifflichkeiten zu verstecken. Da sind Antifa und Wokismus, denke ich, die beiden besten Beispiele. Wenn man jetzt sagt, ah, ihr und eure Antifa und eure Schlägertruppen, da sagen die, wie Antifa, es gibt nicht die Antifa, jeder ist doch Antifaschist oder bist du etwa ein Faschist, wird dann sogar noch so bisschen nachgehakt. Und beim Wokismus ist es ja ähnlich. Ja, wie, was ist denn Woke? Erklär doch mal Woke. Und na, jetzt mal, das machen ja nur die bösen Nazis, die Woke, das fangen die jetzt gerade an, die irgendwie anti-Woke sind und sowas. Und sie wollen halt einfach nicht benannt werden können. Sowohl bei der Antifa, sowohl mit dem Wokismus und so, oder? Ja, definitiv. Also diese Leute weigern sich wirklich dagegen, dass man sie irgendwie benennen kann, wenn man sie dann fassen könnte und da man dann gegen dieses Lager argumentieren könnte. Also gleichzeitig versuchen sie alle anderen mit den schlimmsten Diffamierungsbegriffen zu überziehen. Also es zeigt auch wieder die tribale Moral dieser Leute auf. Sie selbst wollen auf keinen Fall benannt werden, aber andere, die kann man so schlimm beschimpfen und in irgendwelche Schubladen stecken, mit Kontaktschuld belegen, wie es einem gerade passt. Das zeigt ja, wie gut sie das Spiel erkannt haben. Man muss ihnen ja einfach nur selber zuhören in ihrer Analyse. Ist es ja durchaus oft richtig, nur dass das eigentlich fast immer, wirklich fast immer auf sie selbst zu beziehen ist. Eins zu eins, ja. Also genau, was du gerade beschrieben hast, das mit den Kampfbegriffen.
das haben sie ja begonnen. Sie haben Kampfbegriffe wie rechts, wie Nazi, wie Fascho, wie Corona-Leugner, wie dies-Leugner, jenes-Leugner, Friedensschwurbler und so weiter und so fort. Und da gibt's dann auch nie einen Gegenwind. Ja, dann gibt's dann immer so, dass die Leute sagen, nein, 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 du hast Unrecht, ich bin nicht so schlimm. Wenn es aber dann mal umgedreht wird, ihr Wokisten, als in Anführungszeichen Kampfbegriff, sie wissen ganz genau, wie schädlich so ein Kampfbegriff nämlich sein kann. Und dann werden sie sich mit allem, was sie haben, dagegen. Oh, der hat SJW gesagt, oh, der hat Wokist gesagt, oh, der hat das gesagt, das ist ein Nazi und so. Das wollen sie auf gar keinen Fall haben. Ja, ja, und das ist das Problem. Und deswegen sollte man auch nicht auf irgendwelche Wörter verzichten. Also ich habe beispielsweise dieses dumme Argument gehört, wenn man diese Leute als Wokisten bezeichnet, obwohl sie das nicht wollen, dann konstruiert man ja auch Lager, dann driftet man ja auch in dieses Lagerdenken ab. Ja, Politik besteht aus Lagerdenken. Das ist das Wesen der Politik. Die Frage ist, wie gestaltet man dieses Lagerdenken? Behandelt man jetzt alle Leute, die nicht zum eigenen Lager gehören, als Feinde und treibt zumindest ihren Ausschluss aus der Gesellschaft? Also ist das die Strategie? Oder versucht man, mit ihnen zumindest ins Gespräch zu kommen und bietet ihnen an, sich auf gemeinsame Standards zu einigen? Also wir beide sprechen ja, also verhält man sich wie ein normaler Mensch oder behandelt man den anderen wie ein Todfeind? Das ist jetzt die Frage. Und die Wokisten, die haben jetzt diesen Kreis von Leuten, also zumindest die Wokisten um Dekadent, das ist ja nur der Hauptvertreter, einer der Hauptvertreter der Wokisten auf Twitch, die haben jetzt diesen Kreis an Leuten, die sie nicht wie Todfeinde behandeln, ein bisschen erweitert, aber das ist meines Erachtens kein Grund zum Aufatmen, sondern es ist nur eine kleine strategische Änderung, die im großen Bild nichts ändert. Das tun sie vor allem auch, weil sie gemerkt haben, dass die Strategie ja nicht aufgegangen ist. Der Gegenwind wurde immer größer, selbst innerhalb des linken Lagers. Und irgendwann muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen anfangen zu rudern. Und es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass das auch gerade der Fall ist. Ne? Trotzdem natürlich immer noch mit dem Frames. Ja, ihr seid ja nicht mein Feind, aber alle Nazis schon, mit denen darf man nicht reden. So. Nur bei ihm weiß man halt nicht, wen meint er denn mit Nazi? Meint er jetzt wirklich den Glatzenkerl auf der Straße, der wie ein Hooligan rumläuft? Oder meint er dann auch jemanden, der einfach schon sagt, ja, es gibt nur zwei Geschlechter? Und ich glaube leider, dass es bei einem wie ihm Zweiteres ist. Ne? Also ich will laut Nathan Hitler in die Macht bringen. Also kein Scherz, das hat Nathan über mich behauptet. Ja, es ist abartig ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft, wie sie framen und lügen, ja, und wie sie einen da in Ecken reinstellen. Aber meiner einer ist das quasi seit Corona schon gewöhnt, ja. Ich sag das jedem. Damals, also es hat wahrscheinlich eine gewisse Abspaltung damals zur Flüchtlingskrise gegeben, dann beim Thema Islam und so, nehme ich an. Dann später das große Thema war Corona, dann war es bei dir, da hat es mich dann erwischt bei Corona. Dich und Erwin hat es dann ein, zwei Jahre später mit dem Ukraine-Krieg erwischt. Und so wird es jedem gehen, ja. Jeder, der irgendwann mal nicht mit auf Linie geht. Deswegen warne ich euch auch immer wieder davor, ja. Selbst wenn ihr jetzt noch nicht betroffen seid, irgendwann seid auch ihr dran. Deswegen macht da nicht mit. Diese große gesellschaftliche Spaltung, also das erste, was du jetzt genannt hast, war die Flüchtlingskrise. Es gab tatsächlich ein Jahr vorher schon etwas, was diese Spaltung bedingt hat. Und das war die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Der war damals noch, war ja noch kein vollskaliger Krieg, sondern war erstmal ein Bürgerkrieg in der Ukraine, Krim-Annexion, Putsch in Kiew, brauchen wir jetzt nicht alles einzeln drauf eingehen, aber da haben die deutschen Medien extrem manipulativ Bericht erstattet. Es gab abweichende Stimmen wie die Anstalt oder Monitor, die sind ja 2022 auch vollkommen verstummt. Aber ja, damals ist vielen Menschen aufgefallen, dass sie im Internet andere Informationen kriegen als, beziehungsweise in ausländischen Medien als in deutschen Medien. Und da hat diese Spaltung schon angefangen. Und als es dann Friedensmahnwachen gab, wurden die dortigen Teilnehmer auch von Antideutschen als rechtsradikal, als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker, als all dieser Unsinn auch schon diffamiert. Und das war meines Sinns nach, glaube ich, das erste Ereignis, wo es so eine große Spaltung gab, wo die Medien so im Kampagnencharakter so eine Gruppe von der Gesellschaft fertig gemacht haben. Oder wahrscheinlich war das erste Ereignis, wenn man es so festmachen kann, tatsächlich schon die AfD-Gründung, wo man so auf die AfD eingehauen hat. Aber das erste große, also das große thematische Ereignis, wo man wirklich gesagt hat, so eine Gruppe, die gehört jetzt nicht mehr zur Gesellschaft, sondern das sind Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger und Rechtsradikale, das war tatsächlich diese Berichterstattung zum Ukraine-Krieg 2014. Das hatte ich damals aktiv gar nicht so mitbekommen, war ich ja auch noch relativ jung, aber
So rückblickend würde ich sagen, da ist diese Spaltung losgegangen und danach ist es immer schlimmer geworden. Es sind immer mehr Ereignisse dazugekommen, wo zusätzliche Leute vom Mainstream entfremdet wurden. Ja, kann gut sein. Also da muss ich mich schuldig bekennen, sowohl 14 als auch 15, ja. Da war ich noch ein super Normie, war im eigenen Leben, arbeiten, Familie, dies und das, ja. Ich als Normie habe das damals gar nicht wahrgenommen, mitbekommen. Und so wird es halt heutzutage höchstwahrscheinlich auch bei unpolitischen Leuten sein. Tatsächlich noch. Wobei Corona, ich denke, Corona war schon heftig. Ja? Also Corona hat wahrscheinlich schon vielen Leuten so ein bisschen gezeigt. Ja, weil da waren ja viele mehr oder weniger dran beteiligt, ne? Oder betroffen direkt. Ob das jetzt das erste Thema war, was du gerade ansprichst? Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich glaube dir das auch aufs Wort, dass es damals so gewesen ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte davor schon auf ähnliche Art und Weise bei gewissen großen Themen so vorgegangen worden ist, wir das einfach nur noch nicht mitbekommen haben, ne? Weil wir da vielleicht zu jung waren. Ja, wir haben gerade Imp im Chat, der schreibt, bei 9-11 konnte man noch kurz nachdem es passiert ist, noch offen die Amis beschuldigen. Ja, exakt, also so beschreiben das tatsächlich, wenn Leuten zuhört, die in den 90ern, 2000ern gelebt haben, die sagen, also bei früheren Kriegen, Irakkrieg, Serbienkrieg, da gab es zwar auch schon die Kriegspropaganda, die wir heute haben, du konntest aber völlig offen sagen, ich bin dagegen. Ich bin nicht auf der Seite der Regierung, ohne dass du gleich rechts oder sonst was warst. Aber okay, die Friedensbewegung in den 80ern, die wurde auch schon als das ist die fünfte Kolonne Moskaus und so diffamiert, aber da gab es bis in die SPD reinreichend noch viele Stimmen, die sich auf deren Seite gestellt haben. Diese krasse Polarisierung, dieses ihr gehört jetzt nicht mehr zur Gesellschaft, ihr seid rechtsradikal, ihr seid Antisemiten, ihr seid Reichsbürger, also diese typischen Diffamierungen. Also ich habe das Gefühl, das ist in den 2010ern nochmal deutlich, deutlich anders geworden. Also wie gesagt, ich kann das jetzt nur aus Erzählungen nachvollziehen. Mhm. Ich habe damals das noch nicht aktiv mitbekommen, aber ich glaube, dass wir eine deutliche Radikalisierung diesbezüglich gesehen haben, auch weil der Anteil an Oppositionellen angewachsen ist. Ja, also ich meine, das sieht man ja auch ein bisschen daran, wenn man sich mal alte, richtig alte Debatten der Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube oder so reinzieht, so richtige Klassiker aus den 80ern oder so, ja, was da damals noch für eine Diskussionskultur vorherrschte, das war schon, das wünscht man sich auch heute, dass es dann da auch mal emotional zur Sache geht, zwei komplett verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, aber ebenbürtig und fair behandelt werden, ja. Dass dann da auch mal auf den Tisch gehauen wird und dies und das, das ist ja auch, hat ja auch einen gewissen Entertainment-Wert auf jeden Fall, aber so sollte es sein. Das hat man in Teilen vielleicht noch so ein bisschen eher, nicht ganz so krass, aber eher noch in Österreich, würde ich sagen. Da gibt es schon noch Formate, da wo auch ein bisschen mehr auf den Tisch noch gehauen wird und mehr Meinungen zugelassen werden. Aber sowas hast du halt heutzutage absolut gar nicht mehr, ne? Und wenn überhaupt, dann setzen sie da eine Sarah Wagenknecht oder meinetwegen auch einen Chrupalla oder eine Weidel zu Lanz in ein 1-4, wo dann wirklich zu viert da eine Person bearbeitet wird. Das sieht ja wahrscheinlich jeder, dass das keine fairen Verhältnisse sind, der da zuschaut so. Und es sind immer die gleichen, Leute aus den gleichen Thinktanks, beispielsweise die Florence Kaup, die kommt vom WEF, die dann alles einordnen dürfen, was die Gäste denn da Böses gesagt haben. Und viele Talkshows, die haben ja gar keine abweichende Stimme mehr. Die haben nur Leute aus dem Mainstream. Da diskutieren dann CDUler, ein FDPler und ein Grüner, warum die Waffenlieferungen in die Ukraine so langsam gehen. Und an der Stelle nochmal danke an das Abonnement, was Friendly Question hier gerade auf dem Kanal vorgenommen hat, bevor ich das vergesse. Ja, aber wir sehen eine riesige Monotonie, was die Meinungsvielfalt nicht nur im öffentlich-rechtlichen allgemein in den Mainstream-Medien angeht. Und da schaffen die alternativen Medien jetzt eine Alternative und die versucht man eben zu diffamieren. Und so spaltet man die Gesellschaft halt in mehrere Lager. Und auf der alternativen Seite schafft man es halt nicht, sich auf ein gemeinsames politisches Lager zu einigen. Da gibt es einige Dinge, auf die können sich die meisten einigen, da man aktuell noch in einer unterlegenen Position ist. Also beispielsweise, dass Meinungsfreiheit gestärkt werden sollte, dass die Öffentlich-Rechtlichen abgeschafft werden sollten, beziehungsweise mindestens reformiert werden sollten, also dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass strengere Regeln für, nicht mal darauf. Ich wollte gerade sagen, dass strengere Regelungen für Parteienfinanzierung und Lobbyismus eingeführt werden sollten, aber nicht mal darauf. Also im AfD-Vorfeld, da sind ja viele so frei marktwirtschaftlich, die finden dann Lobbyismus gut und richtig. Ich meine, Unternehmen, die müssen ja schließlich ihre Interessen vertreten. Also da gibt es keinen Konsens, auf den man sich einigen kann. Also man ist zwar ausgeschlossen, aber man kann
keinen gemeinsamen politischen Willen Ich formulieren. sag ja, woran das liegt. Das ist ja das, was wir am Anfang besprochen haben, dass halt der Mainstream irgendwann die linke Seite vereinnahmt hat und gleichzeitig jeden, der dagegen war, nach rechts geschoben hat. Und dann ist es ja klar, dass in Anführungszeichen auf der rechten Seite alles andere als homogen ist. Ja, also ich habe schon den Begriff gehört, Mosaikrechte, was halt bedeutet, dass es ganz, 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 ganz viele verschiedene Strömungen gibt. Da gibt's, ich würde sagen, Normies, so normale Leute, die vielleicht ein bisschen traditionalistisch oder konservativ drauf sind. Die gelten ja auch als Recht als Beispiel. Dann haben wir da Libertäre, dann haben wir da wirklich richtig Rechte und weiß nicht, dann auch natürlich Rechtsextreme und alles Mögliche halt. Und natürlich gibt es da dann ganz, ganz viele verschiedene Meinungen, ne? Und dann ist es natürlich auch schwer, sich auf irgendwas zu einigen. Das ist ganz klar. Imp schreibt schon Altlinke. endlich Diversität bei den Rechten. Ja, diese Mosaikrechte, also das wäre was, was ich mir für die Wagenknecht-Partei auch gut vorstellen könnte, dass man da halt versucht, zu unterschiedlichsten politischen Strömungen ein gutes Verhältnis aufzubauen und da jetzt nicht, also einen sehr großen Pluralismus innerhalb der Partei pflegt, aber halt die rote Linie die Unterstützung für die Partei ist. Also das ist ja im AfD-Vorfeld mehr oder weniger auch so. Solange du nicht offen dich gegen die AfD aussprichst, bist du da gern gesehen. Also du musst, glaube ich, zur Partei nicht mal was sagen, aber wenn du jetzt sagen würdest, wählt die nicht, dann wärst du da auch, glaube ich, schlecht Dann wärst du, gelitten. glaube ich, ja, also das ist ja das, ne? Ich sag ja, das ist nicht homogen. Also bei mir ist es ja auch so, zu mir sagen Linke, ich bin zu rechts, und mir sagen Rechte, ich bin viel zu links. Und mir wird ja alles schon unterstellt. Ich wäre Kommunist, ich wäre Fascho, also in jegliche Richtung, ja. Und ich selber sag von mir ja auch nicht, dass ich rechts bin. Ich war früher eigentlich immer sehr unpolitisch, vielleicht leicht konservativ, traditionalistisch angehaucht oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Zum Beispiel christliche Werte als Atheist. Ich bin ein Atheist, aber christliche Werte finde ich gesellschaftlich eigentlich schon sehr cool. Ja, ja. Ich würde mich als relativ mittig einordnen, weil ich halt auch durchaus immer von Inhalt zu Inhalt verschiedene Punkte habe. Ja, sozialpolitisch habe ich durchaus auch viele linke Punkte, gesellschaftlich konservative Punkte. Meinetwegen nennen wir es rechts, ist mir alles egal. Ich sag von mir nicht, was ich bin. Ich lasse da halt einfach andere urteilen. Und ich finde es lustig, dass dabei immer was anderes bei rauskommt. Sozialpolitisch, also du sprichst da gerade was Interessantes an. Ich hatte dir ja geschrieben, wir wollen über aktuellsten Ereignisse reden. Ich glaube, das Dekadent-Thema, seine neue Strategie, die haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt. Ja. Oder möchtest du dazu noch was sagen? Nö, alles gut. Dann Sozialpolitik, da ist auch was Interessantes passiert. Die FDP hat gerade ihre Pläne zur Aktienrente konkretisiert. Also hast du das schon mitbekommen? Zur Aktienrente? Generationenkapital, so nennen die das, den Unsinn jetzt. Nee, habe ich nicht gehört. Da kannst du mich gerne aufklären. Ach so, okay, dann brauchen wir da jetzt auch nicht groß diskutieren, aber ich sag's trotzdem schon mal, wenn ich es jetzt hier schon aufmache. Also man plante jedes Jahr rund 12 Milliarden Euro, der Betrag soll jedes Jahr um 3% steigen, an neuen Staatsanleihen rauszugeben, also neue Staatsschulden zu machen und mit dem Geld dann Aktien zu kaufen. Und die Wette, die man da eingehen möchte, ist, dass die Zinsen, die man auf Staatsanleihen zahlen muss, geringer ist als die Rendite, die man langfristig mit Aktien erhält. Das kann aufgehen, das kann scheitern, das weiß keiner vorher. Wir machen uns von den internationalen Finanzmärkten abhängig. Und ja, ob man die Rentenkasse Gewinn macht oder nicht, weiß man vorher nicht. Wer aber auf jeden Fall Gewinn machen wird, sehr großen Gewinn sogar. Das sind die Banken, die die Staatsanleihen halten, das sind die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemission gehören. Das sind große Banken wie JP Morgan, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Société Générale. Also die werden fette, fette Gewinne machen, dadurch, dass wir jetzt dieses Generationenkapital aufnehmen. Ob die Rentenkasse Gewinne macht, weiß man nicht, aber wer die Profiteure sind, die Hauptprofiteure, das weiß man jetzt auf jeden Fall schon. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also man könnte fast auf die Idee kommen, die FDP würden hier mal wieder die Interessen des Finanzkapitals vertreten. Ja gut, das hört man ja über die FDP öfters, ne? Also ich persönlich muss da mal zugestehen, das weißt du ja, wirtschaftlich kenne ich mich da leider nicht so gut aus. Bin ich nicht so gut drin, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Nur, was ich dazu sage, ist, boah, auf sowas wie eine Rente oder so, ich weiß nicht, ich will da am liebsten, ja jetzt mittleren Alters, ne, ist gar nicht mehr so weit weg, aber ich will da schon am liebsten selber vorsorgen, weil man weiß nicht, was hier auch in der Welt in den nächsten Jahrzehnten passiert, vielleicht große Wirtschaftskrisen oder sonst irgendwas. Und am Ende sitzt du dann da und wühlst dann im Müll oder so, im Worst Case sagen wir mal. Da will ich mich auf jeden Fall nicht von abhängig machen. Also Das was würdest jetzt du die auch, Rente betrifft.
Ich will jetzt, also du kannst selber vorsorgen, das hat jetzt mit dem gesetzlichen Rentensystem ja nichts zu tun. Du kannst ja abseits davon vorsorgen und würdest immer noch gesetzliche Rente kriegen. Aber wenn wir eine weltweite Wirtschaftskrise hätten, dann müsstest du trotzdem im Müll wühlen. Deine privaten Ersparnisse, die wären genauso wertlos wie eine Ja, das staatliche stimmt wiederum, Aktienrente ja. oder wie eine, also wenn die gesetzliche Rente zusammenbricht. Die gesetzliche Rente, die wird ja immer auf die Löhne wird ja immer ein Rentenbeitrag erhoben und davon wird dann die gesetzliche Rente gezahlt. Und wenn die zusammenbricht oder so stark fällt, dass du im Müll wühlen müsstest, dann kann ich dir garantieren, dass deine Ersparnisse sehr, sehr wahrscheinlich auch so wertlos wären, dass du im Müll wühlen müsstest. Also, Ja, ob du mich dich schlagen, da also ich kenne mich mit sowas ja gar nicht aus, ne? Ich bin da ein super Boomer, aber es gibt schon durchaus Kollegen, die mir mal immer anraten, ja, vielleicht mal in Gold oder irgendwas investieren oder so. Weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, ne? Und wie viel man da auch zurücklegen kann, ob das einem da was bringt. Und das sind so Dinge, die sollen wohl sicher sein, hört man immer mal wieder, aber ich habe keine Ahnung von sowas. Also wenn du Ersparnisse hast, dann ist es schon sinnvoll, das nicht in Form von Bargeld oder auf dem Bankkonto ohne Zinsen zu halten, Genau, sondern das genau. anzulegen. Aber wenn du, dafür musst du erstmal Ersparnisse haben. Und Richtig. Und das ist ja heutzutage gar nicht so leicht. Vor allem für einen Mann wie mich, der eine kleine Familie hat, der auch eine Tochter hat, der in einer Großstadt lebt, ja, quasi eine das Patchwork-Familie. heißt, du hast nicht mal ein Eigenheim? Nein, kein Eigenheim. Wir wohnen in einer Mietwohnung in der Großstadt Köln. Ganz normal, ja. Und auch quasi von der Hand in den Mund leben wir sozusagen. Also wir haben auch nicht wirklich die Kapazität, uns großartig was zurückzulegen. Das ist ja die Art von Ersparnis, die sich die meisten Menschen zuerst anschaffen, dass sie sich ein Eigenheim besorgen und dann zumindest mal keine Miete mehr zahlen müssen und ja, dagegen finanzielle Schocks insoweit schon mal sicher sind, dass sie dann zumindest ihr eigenes Haus noch haben. Genau. Das ist ja einer meiner wichtigsten Standpunkte, die ich immer wieder sage, dass ich mir schon wünsche, und natürlich auch mit einem gewissen Eigennutz, ne, aber dass ich mir wünsche, dass in diesem Land es möglich ist, dass auch unter Mittelschicht und so, dass jeder sich eine Familie leisten kann, gut leisten kann, auch mal gerne mit mehreren Kindern, ja. So dass dann nur einer der beiden auch arbeiten muss und damit die Familie ernähren kann und sich im besten Fall dann langfristig gesehen auch ein Eigenheim leisten kann mit Auto und so, was es dazu so braucht, ne? Das ist das, was ich so ja als meinen wichtigsten politischen Punkt ansehe, dass das möglich ist in diesem Land für fast jeden, also für die Mehrheit halt so. Ja. Sage ich auch immer wieder, Familienpolitik und so weiter und so fort und dass die Leute auch wirklich Geld verdienen und man sich nicht immer ausgebeutet fühlt, ne? Ob es jetzt durch Steuern, ob es so durch Konzerne ist, was auch immer, ne? Da muss es an einigen Stellen geschraubt werden, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Andere Länder, die kriegen das wesentlich besser hin. Also Deutschland hat eine sehr, sehr hohe Mieterquote, das heißt sehr wenige Wohnungseigentümer. Und da, also fast jedes andere europäische Land kriegt das wesentlich besser hin als wir. In Deutschland, da werden auch trotz des eklatanten Wohnungsmangels, den wir haben, immer weniger Wohnungen gebaut. Der Wohnungsbau ist geradezu eingebrochen, was die Wohnungspreise noch weiter nach oben treiben wird und auch die Mieten. Also das ist ein Problem, was sich noch weiter verschärfen wird und wo die Politik nichts gegen tut. Also jedes andere, fast jedes andere europäische Land ist diesbezüglich besser aufgestellt als Deutschland. Was ja sehr traurig ist, weil es ja immer wieder heißt, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und der Staat an sich ist es ja auch de facto. Aber die Leute, also die Bevölkerung spürt in den eigenen Taschen halt nichts davon, ne? Und dann verstehe ich auch nicht, wie dann immer so Leute kommen können, wenn man irgendwie über gewisse Themen spricht. Naja, wir sind ja so alle so privilegiert und wir haben hier, Deutschland ist ja so reich. Ja, der Arbeiter, der Otto-Normalarbeiter, der hat gar nichts davon, ja. Der ist sein ganzes Leben am Arbeiten und muss trotzdem noch um seine Rente und alles zittern. Kann sich kaum eine Familie leisten. Also ein Kind ist schon schwierig. Was ist, wenn der Kinderwunsch vielleicht sogar noch höher ist? Ja, also da gibt es ja auch, gab es eine Statistik, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die ist, nagelt mich nicht drauf fest, aber dass Deutschland innerhalb der EU, nur innerhalb der EU, irgendwie auf Rang 17, 18, 19 liegt, was jetzt irgendwie das Einkommen der Leute, also das, was sie im Brief, in der Brieftasche haben, letztendlich netto haben, ne? Also die Leute auf der Straße so. Das kann es ja auch nicht sein, finde ich. Ja, definitiv. Also die Reallöhne in Deutschland, die sind ja von den 90ern bis Anfang der 2010er überhaupt nicht gestiegen. Also die unteren Reallöhne schon mal, da sah es noch schlechter aus. Also die unteren 20%, die hatten in der Zeit sogar reale Einkommensverluste. Und währenddessen sind beispielsweise die Immobilienpreise regelrecht explodiert. Und jetzt hat man in den 2010er tatsächlich mal wieder steigende Reallöhne, sogar für die unteren Einkommensgruppen durch die Einführung des Mindestlohnes.
Eigentlich traurig, dass man für sowas überhaupt erst einen Mindestlohn braucht, dass das die Gewerkschaften durch Tarifverhandlungen nicht so hinkriegen. Aber immerhin sind da die Reallöhne wieder gestiegen und jetzt haben wir einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, wir haben einen Preisschock, alle Reallohngewinne seit 2015 wieder ausgelöscht, innerhalb kürzester Zeit. Und gleichzeitig sind die Finanzierungskosten für Immobilien durch die Zinserhöhung der EZB nochmal explodiert, der Wohnungsbau ist eingebrochen, das heißt, ein Eigenheim können sich so gut wie alle Leute, die in Deutschland bisher darauf hingearbeitet haben, für die nächsten Jahre erstmal abschminken. Ja, ist im Moment, glaube ich, relativ utopisch, ja. Imp schreibt übrigens gerade, komme gerade aus einem langen Urlaub und kann euch beruhigen, kaum ein Land hat so billigen Alkohol wie Deutschland. Ihr kriegt zwar kein Haus, aber könnt jeden Tag besoffen sein. Na, immerhin. Ich hoffe, ja. Der Urlaub war schön. Habe auch ein bisschen was gesehen auf Sinans Channel. Ja, stimmt. Da haben sie immer diese Videos hochgeladen, wo sie einmal am Tag online gegangen sind und dann irgendwie so eine Fragen da beantwortet haben oder sowas. Es sah auf jeden Fall gut braun gebrannt aus, muss ich sagen, ja. Ja, es sah schön aus. Also, ich mag zwar eigentlich den Winter, aber ja. Ja, das Wetter, also wir haben ja jetzt diese Woche auch wieder bis zu 18 Grad hier, zumindest in Köln. Also geht langsam los. Wo wir schon bei Imps sind, kommt er eigentlich bei euch bald zu Gast? Oh, was für eine Frage. Also, wenn er darauf Lust hätte, sehr gerne. Ich habe ihm mal eine Freundschaftsanfrage geschickt im Rahmen unseres Geburtstages im Februar. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass er im Urlaub war. Also, ich hätte ihn zum Geburtstag einladen wollen. Weiß ich jetzt nicht, ob er uns erkannte oder nicht, ne? Aber man kann ja mal einfach mal anfragen, so wie ich es so gemacht habe, auch bei dir zum Beispiel. Aber er war ja im Urlaub. Aber ich habe gesehen, vor ein paar Tagen hat er meine Anfrage angenommen. Aber der Geburtstag ist halt leider schon vorbei. Vielleicht ergibt sich da ja mal was. Ja, safe. Also wenn er da Bock hätte. Discord angenommen, kenne euch nur vom Agitator. Siehst du, er kennt euch vom seriösesten, den es hier auf Twitch überhaupt gibt. Ja. Wir versuchen auch immer ein bisschen neutraler, differenzierter zu werden in so einem Format. Real Talk ist das, ist halt ein Podcast, der auch aus drei Leuten besteht, beziehungsweise man kann Cat noch als vierte Person quasi dazu zählen. Das wechselt sich ja immer so ein bisschen. Und jeder bringt halt seine Themen ein. Wir sagen grundsätzlich auch, naja, wenn jetzt irgendjemand von uns plötzlich die Grünen wählen wollen würde, was sehr unwahrscheinlich ist, aber auch dann wäre er immer noch Teil dieses Podcasts. Der Podcast gehört quasi keinem Vorfeld konkret, ja. Das ist halt, das heißt, es entwickelt sich, wie es sich entwickelt. Das heißt, also, dass du zum Vorfeld gehörst, ist ja erstmal eine politische Einordnung. Das heißt ja jetzt nicht, dass du deine Seele an die AfD verkauft hast, sondern dass du da eher in die Richtung hingehst. Ja. Also ich bin auf jeden Fall pro AfD, weil es auch vor allem meiner Ansicht nach Stand jetzt das Einzige ist, was wirklich gegen den Mainstream geht, ne? Aber ich bin da ideologisch, das habe ich auch schon mal gesagt, nie hart befangen. Das ist einfach das Einzige, was ich im Moment so in der Parteilandschaft sehe, was da halbwegs in die Richtung geht. Aber dazu muss ich auch mal wieder sagen, dass ich auch gar nicht so der große Gläubige des Parteisystems bin, wie es gerade so aufgestellt ist. Ja, also es könnte meines Erachtens noch ein bisschen demokratischer zugehen. Und ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss Parteien überhaupt haben können. Ja. Achso, du meinst dann, dass wir ähnlich wie die Schweiz mehr direktdemokratische Elemente haben sollten? Hört sich für mich zumindest sehr romantisch an, aber in Realität gibt es da dann natürlich auch große Probleme, was jetzt Volksentscheide angeht, ne? Weil natürlich Medien und so in der Meinungsmache natürlich auch eine sehr große Rolle spielen. Da würde ich natürlich noch eine gewisse Medienkompetenz, vielleicht in der Bildung oder so, voraussetzen, damit sowas dann wirklich auch umsetzbar ist. Aber langfristig anstreben würde ich sowas durchaus, ja. Mehr Demokratie noch. Aber halt von heute auf morgen wäre das wahrscheinlich nicht umsetzbar. Ja, aber diese Medienmacht, die hast du ja jetzt schon. Und die kannst du bei Volksentscheiden. Ja, eben deswegen, ja. Du kannst Leuten viel, viel schlechter erklären, dass, keine Ahnung, eine Vermögensteuer, ein Mindestlohn, irgendwie Entscheidung über Waffenlieferungen, Entscheidung darüber, ob zusätzliche Militärgüter angeschafft werden. Realpolitische Frage. Da kannst du den Leuten viel, viel schlechter erklären, dass alle rechtsextrem sind, die jetzt beispielsweise gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind, als dass du Leuten erklären kannst, ey, ihr seid alle rechtsextrem, wenn ihr jetzt diese Partei hier unterstützt, wenn ihr Kontakt mit den Leuten hattet, wenn wir euch in dieses Lager hier stecken. Also das geht viel, viel schwieriger, das bei einer Sachfrage zu machen. Deswegen glaube ich eher, dass diese Manipulation durch Medien bei so Sachfragen sogar noch geringer ist, als bei Fragen, zu welchem politischen Lager die Leute tendieren. Ja, ist auf jeden Fall
Eine schwierige Sache auf jeden Fall. Aber ich meine, ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt auch eine, dass jetzt eine Partei wie BSW aufkommt, weil Imp schreibt auch gerade BSW nicht. Ich bin da noch abwartend. Also, soweit ich weiß, ist die Partei ja noch gar nicht offiziell gegründet. Und ich Doch, werde mir doch, 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 generell doch, den, ja, die ist mittlerweile gegründet, ja. schon. Aber die wollten da doch noch eine Namensänderung machen, oder nicht, wenn die dann richtig Ja, gegründet ist? aber Ja, die okay, kommt kommt erst vielleicht nach noch. der Bundestagswahl. Das dauert Ach noch. Aber so, die Partei ach ist so. gegründet, die tritt zu den Landtagswahlen an, die tritt zu den Kommunalwahlen an, die bald beispielsweise in Sachsen anstehen, die tritt zu den Europawahlen an. Das ist alles schon durch. Oh, interessant. Naja, ich sag mir so oder so, bei der Bundestagswahl, da werde ich mir offen alles anschauen und dann mal gucken. Wie gesagt, ich bin auf nichts festgelegt. Da spreche ich jetzt nur für mich, nicht für den ganzen Podcast, ne? Aber so bin ich halt. Ich bin da nicht ideologisch irgendwie drauf. Wenn mir etwas gefällt, dann gefällt es mir. Punkt. Ganz einfach. Und ich werde mir alles fair und differenziert anschauen. Ja, ich bin schon ideologisch drauf. Ich möchte so eine, also ja, kommt jetzt auch an, wie man ideologisch definiert, aber ich würde schon gerne wieder eine friedenssichernde Außenpolitik, so eine linke Wirtschaftspolitik und Ja ja, klar, ich habe auch eine meine Standpunkte, klar, das auf jeden Fall. Ging zumindest mir so eine relativ ähnlich. Entpolitisierung des kulturellen Feldes haben und das wäre am besten, glaube ich, mit BSW zu erreichen. Aber ja, deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass. Also du hast ja gerade auch gesagt, du hast deine Standpunkte, deswegen kommt jetzt darauf an, wie man Ideologie definiert. Also ich sehe Ideologie halt völlig neutral als anderes Wort für Weltbild an. Und das habe ich natürlich. Und das hat, glaube ich, auch jeder Mensch. Also. Ja klar, ne, ich meine das jetzt so im Sinne von, egal was jetzt Partei XY sagt, ich gehe da stramm mit und ändere dann auch dementsprechend meine Meinung, wenn da ein Parteiprogramm geändert wird oder nicht. Nein, also ich bin da ganz klar, auch wenn ich Sachen sehe, die ich zu kritisieren habe, dann kritisiere ich sie auch und das tue ich auch aktiv in alle Richtungen. Ja, also ich versuche es schon so differenziert, wie ich halt kann, anzugehen. Klar, sicherlich ist man es nicht immer optimal, ne? Weil man es vielleicht falsch auch wahrnimmt. Ich würde nie davon von mir jetzt zum Beispiel behaupten, dass ich die Wahrheit gepachtet bin und immer richtig liege. Ich glaube, das sollte auch keiner tun. Man muss sich auch selbst immer ein bisschen reflektieren und so weiter und so fort. Aber ich versuche das zumindest so gut ich kann. Ja, Imp, weil du gerade im Chat fragst, ich glaube, Outlaw meinte damit, dass er gegen die aktuelle Politik des Mainstreams ist. Wenn es einen anderen Mainstream gibt, der eine andere Politik macht, dann wäre er, glaube ich, nicht grundsätzlich dagegen. Also das meintest du, glaube ich, oder? Nochmal bitte gerade ganz kurz, ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich gerade Musst die nochmal Nachricht Imps gelesen habe. Frage in meinem Chat lesen. Imp hat, Ja. oder ich lese mal vor, wenn du AfD gegen den Mainstream wählst und sie dann gewinnen sollten. Stehst du dann gegen sie, weil sie selber zum Mainstream werden? Es kommt halt drauf an. Also wenn die AfD genauso autoritär, zum Beispiel mit anderen Meinungen, auch mit linken Meinungen umgehen würde, dann wäre ich auch ganz schnell dagegen, ja. Also wenn ich sehen würde, dass die AfD zum Beispiel wie die in Anführungszeichen Woken agieren würde, dann wäre ich auch schnell dagegen, ja, 100%. Wenn das jetzt so gemeint ist. Aber wenn die Frage jetzt so gemeint ist, ich bin nur gegen den Mainstream, weil das cool ist, gegen den Mainstream zu sein, dann ist das nicht richtig. Ich sehe nur sehr viel, was im aktuellen Mainstream halt falsch läuft und deswegen kritisiere ich das. Ich hätte mit einem Mainstream, der keine Ahnung, mit Sarah Wagenknecht als Kanzlerin die Sanktionen gegen Russland aufheben würde, Nord Stream reparieren würde, aus der NATO austreten würde, die amerikanischen Truppen vor die Tür weisen würde und die Atomwaffen aus Deutschland, rausschicken würde. Also mit so einem Mainstream hätte ich absolut kein Problem. Das sind grundsätzlich alles Punkte, gerade die du genannt hast, mit denen ich auch d'accord gehen würde, geopolitisch gesehen auf jeden Fall. Und bei der BSW zum Beispiel wäre dann einfach meine Frage, und die stelle ich ohne irgendwelche Urteile oder ganz wertfrei, wie wichtig Ihnen das zum Beispiel mit der Gesellschaftspolitik ist, im Sinne von gegen den Wokismus, gegen dieses extrem Militante von allen Seiten und auch diese ganze Spaltung und so. Da weiß ich halt nicht, wie wichtig das jetzt zum Beispiel der BSW ist. Das ist halt auch ein Punkt, der mir schon wichtig ist, auch als Familienmensch und sowas, ja, weil es schon hart auf den Sack geht. Ja, ich Dass glaube, man das kaum noch was ist. sagen darf, die ganze Zensur, Humor weg und weiß nicht, es gibt so viele Punkte, aber da würde ich halt Ja. drauf gucken, ne, bei einer Partei wie der BSW, wie ernst sie das da einfach meinen. Ich glaube tatsächlich, dass man das relativ leicht bekämpfen kann. Man müsste die ganzen Organisationen, die da finanziert werden, trockenlegen. Man müsste die Institutionen, wo die Wokisten an der Spitze sind, zerschlagen oder reformieren und dann wäre dieses Phänomen verschwunden. Also wir sehen ja in Ländern wie Ungarn beispielsweise, dass sich innerhalb der EU befindet, dass
wirtschaftlich extrem abhängig von Transferzahlungen aus Brüssel ist, dass es da straft, eine sehr, sehr eigene Politik zu machen. In einem wirtschaftlich viel, viel stärkeren Land wie Deutschland wäre das noch viel radikaler möglich. Hier schreibt auch gerade Dapo, Ideologie ist nicht das Weltbild, Ideologie ist ein Ziel, wie die Welt aussehen soll. Das wäre auch meine Interpretation, aber das Weltbild und wie soll die Welt aussehen, ist ja im Prinzip dann doch irgendwie dasselbe, oder? Im Grunde. Ja, ich finde diese Ideologie, diese Definition ein bisschen dämlich. Also, das heißt, also dein Weltbild, also da schwingt ja implizit immer, also ja, wie gesagt, ich kann mit der Definition gar nichts anfangen. Also Ja, vielleicht ganz kurz zu meinem Weltbild. Ich bin halt ein Kind der 90er, ja, und der Nuller und so. Also da war noch meine Jugend. Ich würde sagen, dass das, was wir da hatten, schon sehr nah an meinem Weltbild ist, wie ich es mir wünsche. Klar, man kann nicht in der Zeit zurückreisen und die Welt verändert sich, das ist ganz klar. Aber die Art und Weise, wie es sich jetzt vor allem jetzt in den letzten Jahren verändert mit der ganzen Autorität und so, das lehne ich schon hart ab, muss ich sagen. Also, und das ist halt gerade der Mainstream und deswegen bin ich jetzt gerade auch dagegen. Ich meine, ich bin jetzt 35, ja, ist ja bekannt. Und vorher hatte ich, also jetzt, sagen wir mal, bis Corona hatte ich eigentlich kaum ein großes Problem auf der Welt hier und da war vielleicht was nicht optimal, aber zeigt ja auch, dass ich zum Beispiel damals noch nichts gegen den Mainstream so großartig hatte, auch wenn es vielleicht berechtigt gewesen wäre. Ja, und die Frage ist, wie kannst du so einen Zustand wie in den 90ern oder 80ern, wie kannst du den möglichst lange aufrechterhalten? Also wenn wir einfach dahin zurückkehren, dann warum sollten die gleichen Prozesse nicht nochmal laufen? Ja, richtig. Und Das ist schon ein Argument, dass da gewisse Entwicklungen schon in eine gewisse Richtung wahrscheinlich gegangen sind, klar. deswegen muss man die Institutionen in gewisser Art und Weise umstellen, deswegen muss man auch das politische System reformieren. Ich würde behaupten, Volksentscheide würden hier sicherlich sehr viel beihelfen, dass sich die Dinge hier in eine richtige Richtung entwickeln würden. Also stell das Selbstbestimmungsgesetz, da hat BSW übrigens, hat gerade einer im Chat geschrieben, auch gegen gestimmt. Also die scheinen da, also hat sich Sarah Wagenknecht ja auch öffentlich gegen ausgesprochen, wäre schon sehr seltsam gewesen, wenn sie da jetzt anders abgestimmt hätten, aber stell dir mal vor, das würde zu einer Abstimmung gestellt werden. Das würde abgelehnt werden. Also, wenn da wirklich implizit gefragt wird, wollt ihr das Geschlecht als gesellschaftliche Kategorie abschaffen? Also, wollt ihr hier Wokismus in Reinform umsetzen? Da werden die meisten Menschen sagen, nee, ich habe nichts gegen Transpersonen, aber das will ich nicht. Und ja, dann wäre das geklärt, das Thema. Also, wenn du, dann hättest du da einen gesellschaftlichen Konsens und da können die Wokisten sich noch so wütend auf den Kopf stellen und alle Leute als transfeindlich beschimpfen, dann müssten sie ja wirklich die Mehrheit der Wähler als transfeindlich beschimpfen. Und da wird ihnen Das dann ist ja immer jeder einen dieses Vogel zeigen. Bösartige. Das Ja. ist ja das bösartige Framing, was von den Wokisten in Anführungszeichen da in dieser Hinsicht kommt. Wenn jetzt jemand wie ich oder du oder sonst wer, eine Wagenknecht, ein Weidel, wer auch immer, die Ideologie dahinter kritisiert, ja, also die LGBTQ-Ideologie. Oder nehmen wir es auf die Massenmigration zum Beispiel, ja. Dann gehen die Leute mal hin, oh, du willst den Leuten ihre Rechte wegnehmen, du willst ihnen die Existenz abrechnen, du willst sie mobben, du willst nicht, dass sie existieren. Wir haben ja auf Twitch schon von Lilly Show gehört, du willst sie dann abstechen, hat sie zu einem Scrolls gesagt. Nein, das ist nie und nimmer der Punkt. Jemand wie ich, da spreche ich jetzt nur für mich, sagt, don't hate the player, hate the game. Sprich, nein, ich würde niemals hingehen und einen Transpersonen mobben. Ich würde auch nie hingehen, einen Ausländer, weil er Ausländer ist, mobben. Nein, das ist nie der Punkt. Was ich kritisiere, ist die Politik dahinter oder den Aktivismus dahinter. Das überall reinzubringen, andere Meinungen zu verbieten, irgendwelche lächerlichen Behauptungen, wie es gibt nur zwei biologische Geschlechter, nicht hinterfragen zu dürfen und so weiter und so fort. Das ist der Punkt. Aber dann gehen Leute wie, nehmen wir jetzt mal das Twitch-Game, ein Karl hin und sagen, oh, lass die Leute doch einfach in Ruhe, die wollen doch nur leben, bist du denn ein Transfeind? Hä? Das geht doch komplett an meinem Kritikpunkt in dem Moment vorbei. Ich gehe ja nicht hin und mobbe irgendwelche Transpersonen. Ich habe schon vor 20 Jahren die Leute nicht gemissgendert, wenn sie mir gesagt haben, na, ich sehe zwar aus wie ein, aber ich würde gerne gesiezt werden. Dann, ja, dann habe ich das gemacht aus Höflichkeit. Das ist selbstverständlich für mich. Und für die allermeisten anderen auch. Und selbst Das wenn ist ja gar jemand nicht der Punkt. misgendert wird, dann ist das ja, dann ist das eine Taktlosigkeit. Sowas sollte man unterlassen und sowas unterlasse ich nach Möglichkeit Genau, es auch. ist Aber unhöflich. Da würde ich auch von abraten, dass einfach zu tun, um irgendjemandem weh zu tun oder so. Keine Ahnung. Aber ja, am Ende des Tages ist es dann einfach unhöflich, ne? ja, aber es ist kein Kapitalverbrechen, so wie die Wokisten das behandeln. Genau.
Dann Ja, ist man nicht, also wenn man eine Person misgendert, dann ist man nicht pauschal transfeindlich. Dann ist man gegenüber dieser Person vielleicht feindlich eingestellt, aber nicht gegenüber Transpersonen generell. diese ganzen feindlich und Ismen-Begriffe und so, das sind eh Kampfbegriffe, um Leute wieder irgendwie mundtot zu machen und zu dämonisieren, meiner Ansicht nach. Ja, es gibt ja echte Transfeindlichkeit. Ich halte das aber wirklich für ein absolutes Nischenphänomen. Klar, genau wie jetzt zum Beispiel echte Nazis, ja, also weiß nicht, ich bin in der Großstadt aufgewachsen, da gibt es das ja eh kaum, also in Köln zumindest nicht. Ich hab nie bewusst einen Nazi gesehen, ich habe auch nie irgendwelche Nazi-Vorfälle wahrgenommen hier in der Gegend in meinen 35 Jahren Lebenszeit. Gibt sicherlich Gegenden, da ist es vielleicht ein bisschen verbreiteter, vielleicht im Osten oder was weiß ich, aber das ist auch für mich so ein Phänomen, das eigentlich nie eine Rolle gespielt hat, großartig in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Aber jetzt auf einmal ist wieder jeder Nazi. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie, woher das, Ja. also ich weiß, woher das kommt, aber ja. Vor allem im Osten, da hat das ja ganz klare ökonomische Gründe. Wenn die Wirtschaft abstürzt, die Region deindustrialisiert wird, dort die meisten Jungen abhauen, dann radikalisieren sich die Jungen, die da bleiben, halt in eine Richtung, die dem Establishment am meisten auf den Sack geht. Und hatten vorher 40 Jahre Sozialismus, und danach hatten sie diesen Absturz und das, was in der Bundesrepublik am meisten gehasst wird, das sind halt Nazis. Also haben sich dann viele in diese Richtung radikalisiert. Ja, da kann man die Leute dann quasi so ein bisschen reingaslighten. Wenn man, ich meine, wenn man jetzt auch die ganze Zeit, jetzt, wie es heutzutage ist, die ganze Zeit von Nazis, Nazis, Nazis redet, irgendwie, keine Ahnung, dann gibt es sicherlich auch Leute, die sich dann mehr mit diesem Thema beschäftigen und das vielleicht cool finden oder was auch immer. Weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen anders angegangen wäre, dann wäre das heutzutage wahrscheinlich gar kein Thema mehr, wenn es überhaupt noch eins sein müsste heute. Das ist ja jetzt auch schon bald ein Jahrhundert her. Naja. Ja, die ganz rechtsextremen Strukturen, die wurden ja vom Verfassungsschutz auch jahrelang mit aufgebaut. Also der hat da ja fleißig V-Männer finanziert und alles. Also oder sogar von NATO-Strukturen. Also diese Stay Behind Armeen, die wir hatten, die haben sich ja auf die rechtsradikale Szene in Deutschland gestützt. Also da hat man wirklich Nazis, also auch ehemalige Nazis mit Sprengstoff, mit Waffen, mit allem Möglichen versorgt, dass sie im Falle eines sowjetischen Angriffs hier als Guerillatruppe dienen können, die vorher schon aktiv geworden sind. Darüber rätseln Historiker aktuell noch. Also in Deutschland, da habe ich bisher zumindest keine Informationen darüber. In anderen Ländern, da hat man schon mehr Hinweise. Ist alles relativ schlecht erforscht, leider noch. Aber das ist ja relativ gruselig, was da passiert wird. Also außerhalb jeder demokratischen Legitimation werden da irgendwelche geheimen Armeen, größtenteils bestehend aus irgendwelchen Rechtsradikalen, geformt. Es ist Wahnsinn, ne? Bei der Ukraine hat man ja zum Beispiel viel davon gehört. Hier, wie heißt das? Azov oder was, ne? Bin ich jetzt auch nicht so tief drin, Das ist aber. ja nicht Stay Behind, das ist offen. Also die wurden ja von ukrainischen Oligarchen finanziert. Ich glaube, ja, ich will nichts Falsches erzählen. Also ich glaube sogar von Igor Kolomoyskyj, also dem Mann, der Selenskys Wahlkampf bezahlt hat. Also das ist ja die ukrainischen Oligarchen, die also das ist ja in vielen postsowjetischen Staaten so gewesen, dass sich die Oligarchen in eigene Söldnertruppen aufgebaut haben. Und in der Ukraine, da war es halt sehr beliebt, sich so nationalistische Truppen anzuschaffen, denn die ja, die sind im Ernstfall auch bereit, Gewalt anzuwenden und kuschen nicht. Die haben Eid geschworen, die denken, sie würden sich für ihr Land einsetzen und die kämpfen auch weiter, wenn der Sold einmal nicht kommt. Also deswegen ist es auch Wenn sehr es mal praktisch da auch. gebraucht, Ja. wenn es mal gebraucht wird, dann ist der Nationalismus immer ganz praktisch, ne? Also, oder der extreme Nationalismus, zum Beispiel jetzt so in so Kriegskonflikten, hört man ja immer mal wieder. Also ich finde das krass, ne? Und vor allem, da hätte ich jetzt mal eine Frage an dich, weil du bist ja da, glaube ich, eher ein Experte. Ein Neitern hat nämlich letztens gesagt, Talk mit Hugo, dass ein Nawalny ein Nazi wäre und er auch sehr froh ist, also dass er tot ist. Also da fand ich wieder die Verrohung bei einem Leitern wieder sehr krass. Er hat Ja. gesagt, dass er nicht traurig sei. Da muss man schon fair Nee, nee, bleiben. nee, 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 nee. Das Zitat war wirklich, ich bin auch froh, dass er tot So. ist. Das wortwörtlich. Deswegen, er hat das wieder verwässert Ach danach. so, dann hatte ich Also mich egal. gerade falsch erinnert. Ja, Wortwörtlich, ich bin froh, dass er tot ist. Ich hab's gekippt. ja, na, also Nazi, nein, nein. Nazi ist ja Nationalsozialist, also deutsche Variante des Faschismus ist sehr spezifisch. Da bräuchtest du wirklich ganz viel für. Er war ein Ethnonationalist, also Rechtsradikaler, definitiv. Er hat Leute aus anderen Teilen, aus anderen Landesteilen von Russland als Schmeißfliegen, als Kakerlaken bezeichnet. Er hat gesagt, dass Mthiflis die Hauptstadt der Kakerlaken mit Raketen beschießen soll. Er finanziert aus dem Westen übrigens. Aber diese ganzen Versuche, der politischen Russland Fuß zu fassen,
Die wurden aus dem Westen mit Millionengeldern unterstützt. Seine Witwe, die Nawalna, ja, die geht da ja jetzt auf Tour, um weiter an die schönen westlichen Gelder zu kommen. Die inszeniert sich da jetzt als Oppositionelle, obwohl sie in Russland nie eine große Rolle gespielt hat. Also das ist, Wie kann der ja, Westen aber das denn dazu muss man unterstützen? Gerade sagen. Nawalny wurde ja immer sehr positiv geframed, wenn es darum ging, irgendwie Ja, Putin zu diskreditieren. dazu muss man sagen, diese westliche Propaganda über Nawalny, die ist natürlich Unsinn, aber auch Rechtsradikale haben Menschenrechte, auch Rechtsradikale sollte man nicht willkürlich einsperren, auch die sollten frei ihre Meinung sagen dürfen, solange sie jetzt keinen Sprengstoff bunkern oder so. Also deswegen ist die Repression nicht gerechtfertigt. Also deswegen, man sollte da schon noch eine gemäßigte Position haben. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht bei Naltern, aber die politische Einschätzung, wie gesagt, Nazi geht mir zu weit, aber ja, rechtsradikal kann man das schon bezeichnen, was der für Positionen hatte. Weil, rassistisch, wenn du es so nennen willst. Also ein ganz radikaler Ethnonationalismus, den du so also in der AfD beispielsweise niemals finden würdest. Ja, aber trotzdem ist er von unserem westlichen Mainstream schon ziemlich chauffiert worden. Das finde ich dann schon heftig, ne? Einerseits sagt man, Nationalisten sind das Urböse. Aber gleichzeitig dann die Doppelmoral. Oh, Nawalny ist toll, weil der ist ja irgendwie in Opposition zu Putin. Danke, Craig McZack, für das Abonnement und schreibst Ave Caesar, dann Caesar auch noch falsch geschrieben oder muss ich nicht verstehen. Zu Nawalny, da hat tatsächlich eine Zeitung geschrieben, das war mir gerade noch eingefallen, er sei der russische Nelson Mandela, was ziemlich lustig ist. Nelson Mandela, den hat man, als er damals noch gegen die Apartheid gekämpft hat und im Gefängnis gesessen hat, als Terroristen bezeichnet überall in den westlichen Medien. Also finde ich schon lustig. Kann sein, dass man in 20 Jahren Nawalny auch als ganz gemeinen Rechtsradikalen bezeichnet wird in westlichen Medien. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also Ja, man immer macht so, das wie es immer gerade so. nutzt, ne? Ja, genau. Und warum? Also das ist ja das Beste. Wieso wurde über den Fall Nawalny so ausführlich berichtet? Wieso hatten wir da tagelang fast Ausnahmezustand in den deutschen Medien? Aber über Gonzalo Lira kam fast nichts. Ich kann nur darüber schwurbeln, ne? Also vielleicht das, was man gerade wissen soll und das, was man nicht wissen soll, ich weiß es nicht. Ist immer so ein bisschen wild in der Medienlandschaft. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wir alle, auch ich, müssen deutlich mehr Medienkompetenz lernen, bevor wir jetzt sowas zum Beispiel wie Volksabstimmungen und sowas anstreben können. Ja, aber wie gesagt, das hast du jetzt schon vorher, die Manipulation der Medien. Also du kannst ja Klar, nicht klar, sagen, klar. wir müssen ja erst perfekt gebildet, also wir haben schon eine der bestgebildeten Bevölkerungen in der Geschichte. Wir haben heute nur halt auch wesentlich mehr Propaganda als damals, weil das heute wesentlich einfacher möglich ist. Da kann man nicht sagen, muss erst alles andere perfekt sein, bevor wir jetzt hier auf solche Elemente setzen. Das kann man ja parallel vorantreiben. Naja, ich würde da dem aber entgegensetzen, dass ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Generation war. In meiner Generation war es aber wirklich so, und da bin ich mir auch immer mit jedem einig, mit dem ich drüber rede, dass wir zumindest maximal unpolitisch aufgewachsen sind in der ganzen Schulzeit. Ja, also wir waren alle komplett unpolitisch, haben alle nur gezockt und gespielt und uns getroffen. Ein sorgfreies Leben, aber ich vermisse die Zeiten übrigens. Aber mit Politik und Medien und sowas, da haben wir uns als Millennials, sage ich mal, wirklich gar nicht mit befasst. Also man merkt ja jetzt, dass die Generationen, die jetzt rankommen, die jetzt, weiß ich nicht, so 10, 15 Jahre dahinter sind, schon mal deutlich politisierter sind. Ja, da sehe ich dann jetzt einen Hugo, der mir erzählt, dass er schon mit 10 irgendwie politische Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen sich angeschaut hat und das super interessant fand und sich dadurch voll politisiert hat, denke ich mir, krass. Das hätte ich mir mit 10 nie und nimmer vorstellen können. Da habe ich irgendwie Pokémon geguckt, Gameboy gespielt und was weiß ich, vielleicht nachts heimlich Wrestling geguckt oder so. Ja, da sehe ich schon einen großen Unterschied. Ich überlege gerade, als ich angefangen habe, die Anstalt zu schauen, das war, stimmt, Heute Show habe ich 2013 geschaut schon. Aber so richtig, das heißt, politisiert, man interessiert sich halt dafür, wenn man solche Sendungen schaut tatsächlich. Aber bei mir, ja, war das übers Kabarett, über politische Satire, zu einem großen Teil. Da habe ich mir immer wieder Auch diese alten interessant. Folgen von der Anstalt angeschaut. Das war ab 2015, wo ich dann quasi so tiefer da drin war. Und wie alt warst du da so? Wann würdest du sagen, wie alt warst du, als du so langsam politisiert worden bist? 2015, 14, 15. Ja, siehst du, das ist auch schon früh, ne? Das ist auch schon früh, aber finde ich cool. Also ich finde das, ich sehe das durchaus positiv, dass jetzt auch die Leute immer jünger sind und
sich mit diesen ernsten Thematiken immer mehr beschäftigen. Finde ich auf jeden Fall, ist eine gute Sache, denke ich. Hoffe ich. Ja. Ja, weil gerade einer Volker Pispers schreibt, ja, auf den bin ich leider erst gekommen, als er seine Karriere schon beendet hatte, aber die Auftritte, die sind ja alle auf YouTube, die kann man sich ja alle noch mal ansehen. Also das ist ja zeitlos. Also die gleichen Diskussionen beispielsweise im Aktienrente hatten wir hier auch im Gespräch, die er damals schon kritisiert hat, damals noch mit der Riester-Rente und Kapitaldeckung. Es waren ja damals schon die gleichen Argumente wie heute. Also es war ja damals schon genauso großer Schwachsinn wie heute. Nur die, also jede Generation muss irgendwie einmal verarscht werden, damit sie es auch lernt. Also die Alten irgendwie mit der Riester, oder was heißt die Alten, die vor 20 Jahren dran waren mit der Riester-Rente, wie jetzt mit Generationenkapital oder Aktienrente und also es ist irgendwie traurig, also dass jede Generation die gleichen Fehler irgendwie wieder machen muss. Ich meine, es gab ja viele Generationen, die haben einfach gut von der gesetzlichen Rente gelebt, daran nichts geändert. Und dann jetzt haben wir diese neoliberale Hegemonie und jetzt werden immer neue Angriffe auf die gesetzliche Rente gestartet. Das ist traurig. Also von 1957 bis zur Schröder-Ära war die gesetzliche Rente ja mehr oder weniger eine vernünftige Institution, die dafür gesorgt hat, dass Menschen nicht in Altersarmut leben müssen. Durch Schröders Reform wurde das massiv angegriffen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Leute halt auch erst politisiert werden, in der Regel, wenn sie selber betroffen sind. Sobald mal weniger Geld in der eigenen Tasche ist oder sei es bei Corona oder sonst irgendwas, ja. Sobald man selber betroffen ist, dann ist aber oft auch der Punkt bei den Leuten gekommen. Dann kommt so ein Paradigmenwechsel und dann fängt man an, sich auch damit zu beschäftigen. Finde ich teilweise ein bisschen schade, ja, weil ne, je nachdem, wann, wer weiß, wann dann einer mal betroffen ist, vielleicht dann erst in der Rente und dann ist es vielleicht zu spät, aber ja, muss man halt aufpassen. Von der Rente bist du halt erst relativ spät betroffen und während dein ganzes vorheriges Leben reden dir die Medien ein, dass, wenn die Alten jetzt zu viel Geld kriegen würden, dass du dann später nichts hättest, was völlig widersinnig ist. Also die Alten leben aktuell von der aktuellen Produktion und du lebst aktuell, also du lebst in 40 Jahren, wenn du dann in Rente gehst, von der Produktion, die dann getätigt werden wird. Also diese Vorstellung, dass man jetzt irgendwem mehr geben würde und du dann in 40 Jahren weniger hättest, die ist so dumm. Die hat sowas überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber viele Menschen fallen darauf rein, weil diese Zusammenhänge halt nicht erklärt werden. Hier schreibt gerade einer im Chat diese Videos, stimmt, die kenne ich auch, wo Amerikaner auf Volker Pispers reagieren, die sind auch total interessant. Meistens sitzen sie da nur daneben und sagen, oh Gott, er hat recht. Okay, interessant. Ich weiß nicht, ob du American Reacts to Volker Pispers. Da gibt's zig Videos auf YouTube. Müsste ich mir mal reinziehen, hört sich lustig an. Es sind halt so typische Reaction-Streamer, ist nicht so, ist gar nicht mal so spannend. Das sind halt die typischen Auftritte von Volker Pispers und die sitzen dann und da lachen oder verstehen manche Wortwitze nicht, weil die halt auf Deutsch sind und die englischen Untertitel, die haben, nehmen die halt nicht mit oder so. Oder sagen dann zum Schluss, oh, ja, er hat recht. Also, weil ist tatsächlich interessant, dass der international mittlerweile schon so eine Bekanntheit hat. Okay. So, Agi, jetzt würde ich aber mal gerne ein bisschen über Cancel Culture mit dir sprechen. Erklär doch mal, was, also ich weiß nicht, ob du das hier auf dem Kanal schon aufgearbeitet hast, aber was da auf YouTube jetzt bei dir los war. Ich habe ja deinen Tweet, wann war das? Vorgestern, glaube ich. Vorgestern, wenn ich mich irre. Habe ich ja deinen Tweet gesehen, ich habe ihn auch geretweetet und alles. Wir hatten das Thema ja schon einmal mit Repression, ne? Und das Thema kam auch bei mir immer häufiger auf. Ich hatte zum Beispiel mit Kali, das ist ein Blinker aus der Erwin-Bubble so, mit dem rede ich ja sehr viel, wir haben ja einen Podcast oder planen das noch so mäßig. Wir hatten da original einen Tag, bevor Erwin demonetarisiert wurde, also es war ein Dienstag, am Mittwoch ist es dann bei ihm passiert, hatten wir nämlich einen Talk darüber, dass zum Beispiel Leute wie wir ja auf Twitch auch schon eingeschränkt worden sind, während halt Leute wie Karl sagen können, was sie wollen. Darüber hatten wir beide ja auch schon mal einen Talk, wirst du dich erinnern, dass ein Karl hier zu Wahlbetrug aufrufen darf, neitern darf, irgendwie Linksextremismus verherrlichen, teilweise Gewalt verherrlichen und. Während andere Leute dann irgendwie für kleinste Kleinigkeiten, angebliche Fehlinformationen oder sonst was, klein gehalten werden oder Repressalien erfahren müssen. Und dann ist ja jetzt das mit dem Erwin sogar passiert, was ich auch ganz krass finde. Ich hoffe, das kriegt er hin. Habe ihm da versucht, ein bisschen zu helfen, weil ich damit auch Erfahrung hatte. Und jetzt sogar wird dein YouTube was komplett gesperrt oder was ist da los? Vielleicht mal ein bisschen nochmal erzählen, was da genau los ist.
Ich habe einen Strike erhalten, weil ich es gewagt habe, Seth Van Doom zu kritisieren. Also das ist ja dieser Streamer, der Lucy ganz viele als ganz viele unappetitliche Dinge bezeichnet hat. Ich wiederhole das jetzt nicht. Schaut euch das Video gerne an. Auf Odyssey ist es noch verfügbar. Das habe ich auch auf Twitter verlinkt. Also schaut euch das gerne an. Da kritisiere ich eigentlich diese Äußerung nur, aber YouTube wirft mir jetzt Belästigung und Cybermobbing vor. Ich habe mich da auch schon beschwert, hat zig E-Mails hingeschrieben, YouTube-Support angetaggt, hat alles nichts gebracht. Beschwerde wurde abgelehnt. Also Seth Van Doom darf man nicht kritisieren, das ist Belästigung und Cybermobbing Ja, laut was? Aber YouTube. du hast, ich habe das Video jetzt nicht gesehen, aber ich kenne dich doch. Du wirst ihn doch nicht beleidigt haben und sowas. Was machst du doch nicht? Das ist doch nicht dein Stil. Nein, aber YouTube ist das völlig egal. Wir gehören zu einer politisch unangenehmen Richtung, also nimmt man jeden noch so dummen Vorwand, um uns sperren zu können. Auf Twitter hatte doch sogar das Team YouTube oder so hieß der Kanal mit über 1 Million Followern. Also denke ich, war der legit. Der hatte doch sogar geantwortet und der konnte dir auch nicht weiterhelfen. Nein, die Entscheidung ist endgültig. Die überprüfen das noch nicht nochmal. Die Beschwerde wurde abgelehnt. Das ist doch der Wahnsinn. Aber geht es denen, also so würde ich das jetzt interpretieren, im Good Faith zumindest, da muss es denen doch vielleicht um die Beleidigung von einem Seth Van Doom, die du da wahrscheinlich dann gezeigt hast, gehen, oder nicht? Das hat mir keiner erzählt, auf welche Äußerung. Also Sie können mir ja einen Timestamp schicken. Dann wüsste ich ja, worauf Sie sich beziehen, aber das erzählen Sie mir nicht. Schaut euch das ganze Video gerne auf Odyssey an, ist da noch verfügbar. Könnt ihr Kannst du mir mutmaßen, gleich mal den woran Link es. schicken? Weil ich würde mir das echt gerne mal anschauen. Ja, den kann ich dir tatsächlich schicken. Aber ja, es ist politische Willkür und ich hatte es gerade schon angedeutet, bei Odyssey. Und bei Rumble, da habe ich auch Accounts und dort wurde ich bisher noch kein. Okay, bei Rumble, den habe ich mir jetzt neu gemacht nach dem Strike, aber dort wurde ich bisher noch nicht gesperrt. Und wie gesagt, bei Odyssey ist das gleiche Video, exakt das gleiche Video verfügbar. Also es, ja, scheint so zu sein, als ob YouTube bestimmte Kanäle hier eher wegzensieren würde als andere. Der Wahnsinn, ne? Ich erinnere Mensch, mich auch gerade an vergesst, den Lucy Joker, vergesst, selbst. tötet. Ich hatte die Frage auch auf Twitter gestellt, ob das vielleicht daran liegen könnte, dass halt, dass das gesperrt worden ist wegen den Beleidigungen von Seth. Aber da meinte sie ja, in ihrem Video hat sie es genauso gezeigt und ihr ist da nichts passiert. Und das ist jetzt erstmal meine Frage rein technisch. Du hast ja einen Strike erhalten. Was bedeutet das? Kommt das einfach von YouTube selbst oder kommt das vielleicht auch von einem Content Creator wie bei diesem DMCA-Strike, dass der sagt, ha, ich will nicht, dass er darauf reagiert oder irgendwie sowas. Das kann es nicht sein, oder? Ich musste tatsächlich, also alle Videos, die ich in der nächsten Woche hochladen wollte, wo ich auch schon Daten eingestellt habe, ich meine, ich mache immer Reaktionsvideos, teile die dann in Stückchen und lade die dann nacheinander hoch. Das mag der Algorithmus anscheinend, habe ich zumindest so festgestellt. Die wurden jetzt erstmal auf privat gestellt. Das heißt, ich muss die alle nochmal einzeln neu einstellen und die kann ich in der nächsten Woche nicht hochladen. Ich kann da auch nichts einstellen. Also eine Woche habe ich de facto keinen Zugriff auf meinen YouTube-Kanal, auf meinem Erstkanal, da soll ich auch nichts machen. Wenn ich da irgendwas hochlade, dann wird meine gesamte YouTube-Existenz komplett gelöscht. Das heißt, ich kann eine Woche gar nichts hochladen auf beiden Kanälen. Und danach Alter. läuft dieser Strike hoffentlich innerhalb von 90 Tagen ab. Wenn danach noch zwei weitere Strikes kommen, wird der gesamte Kanal gelöscht. Auch wenn die 90 Tage abgelaufen sind? Nee, wenn sie abgelaufen sind, dann verfällt der erste Strike wieder. Das Ah, heißt, dann geht's wieder von okay. vorne los. Aber wenn da jetzt noch zwei Strikes kommen innerhalb der nächsten 90 Tage, man kann ja passieren, also wie gesagt, könnt euch das Video auf Odyssey angucken, ist komplett harmlos. Aber ja, das ist mit bei YouTube so. Und deswegen sollten wir uns, ich hatte es gerade schon gesagt, unabhängig davon macht, deswegen sollten wir auf andere Plattformen setzen. Ich bin jetzt auf Rumble und auf Odyssey. Auf Odyssey, da ist das Praktische, dass du all deine Videos, die du auf YouTube hochlädst, synchronisieren kannst. Das heißt, Odyssey lädt alles, was du auf YouTube hochlädst, automatisch bei sich auch hoch. Das heißt, du musst dir keine extra Arbeit machen, sondern du synchronisierst einfach deinen Kanal und Odyssey bietet dann die Aha. gleichen Videos wie YouTube. Das heißt, für Zuschauer, die sich umgewöhnen wollen, ist das tatsächlich sehr, sehr einfach. Interessant, das muss ich auch mal in Erwägung ziehen dann, vor allem wenn es keine doppelte Arbeit macht. Ja, deswegen, da rufe ich jetzt auch schon seit einigen Streams meine Zuschauer die ganze Zeit zu auf. Folgt mir bitte auf Rumble und auf Odyssey. Ladet euch die Apps auf eurem Handy herunter, wenn ihr noch Speicherplatz übrig habt. Wenn ihr den nicht mehr übrig habt, dann ja, folgt mir da trotzdem mal so einfach für die Zukunft. Einfach dafür, wenn es den Kanal gar nicht mehr geben sollte. Oder wenn wir auf Twitch gesperrt sind, dass
Also bei Odyssey habe ich gesehen, kann man tatsächlich auch live streamen. Ich weiß nicht, inwieweit das bei Rumble möglich ist, müsste wahrscheinlich auch gehen. Aber ja, folgt mir auf jeden Fall noch auf anderen Plattformen. Die Links, die finden sich in meiner Kanalbeschreibung. Ja, dieses also Monopol, was so Plattformen wie Twitch und YouTube haben, finde ich sowieso sehr schwierig, weil die können sich auch bezüglich Zensur quasi erlauben, was sie wollen. Ne? Das finde ich auch immer sehr problematisch. Zum Beispiel, was jetzt die Monetarisierung und sowas anbetrifft, dass sie da jetzt diktieren können, was gesagt werden darf und was nicht. So eine gewisse Zensur durch die Hintertür finde ich auch schwierig irgendwie. Das heißt durch die Hintertür? Also sie zensieren einen einfach. Das ist ziemlich durch die Vordertür. Also durch die Hintertür im Sinne von, dass sie immer sagen können, naja, dein Kanal, das wurde ja nicht gelöscht und dies und das, aber du kannst halt kein Geld damit verdienen. Ja, es dient zur Erziehung. Ja. Es dient zur Erziehung, ja. Ja, durch die Hintertür wäre dann sowas wie Shadowbanning oder irgendwelche Einschränkungen, die du nicht sehen kannst. Also das... Ja, das stimmt. Ja, finde ich sehr schwierig. Und wenn man dann sieht, schwierig, dass da die Bestrebungen noch mehr in diese Richtung gehen sollen, hier mit Demokratiefördergesetz und was sie alles einführen wollen, also da wird einem Angst und Bange um die Meinungsfreiheit. Du sagst es, der Staat ermuntert die Plattform aktiv dazu, mehr zu zensieren und erweitert die Zensurmöglichkeiten aus. Eigentlich bräuchte es ein Meinungsfreiheitsfördergesetz, um jetzt mal in diesem tollen euphemistischen Sprech zu bleiben, in dem Gesetze mittlerweile verfasst werden, das dafür sorgt, dass die Plattformen nicht einfach mehr willkürlich Leute sperren dürfen, sondern dass das verbietet. Also das einfach sagt, die Plattformen dürfen nicht darüber entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht. Punkt. Ende. Aus. Genau, so wie es zum Beispiel auch Heinz Gorus letztes Jahr gefordert hat, der ja auch vor Gericht dann Recht bekommen hat und sowas. Ne? Noch sind die Rechte dementsprechend da, aber was, wenn die Rechte dann nicht mehr so ausgelegt werden können? Dann bringt das alles auch nichts mehr. Was die Algorithmen angeht, das wäre der zweite Punkt, müssten die Plattformen Transparenz walten lassen, also öffentlich machen, wie Algorithmen Videos weiterempfehlen. Und sie müssten, das wäre dann auch noch wichtig, und es müsste ihnen untersagt werden, dass sie dabei andere Kriterien als beispielsweise Aufrufzahl, Watchtime, Klickrate und so weiter heranzuziehen. Also beispielsweise die politische Richtung in den Video geht. Also dass sie sagen, okay, das ist hier jetzt ein Werbevideo des BSW, das empfehlen wir nicht mehr so viel. Das hier ist jetzt ein Video von den Grünen, das empfehlen wir ganz viel. Also sowas muss verboten werden. Also das sind alles Gesetze, die man machen könnte, die man in Deutschland machen könnte, die man auf EU-Ebene wäre es kein Gesetz, da wäre es eine Richtlinie, die in nationales Recht übernommen werden könnte, aber das könnte man alles festlegen. Aber es gibt keine politische Partei, die das so antreibt. Ganz im Gegenteil, auf EU-Ebene gibt es jetzt den Digital Services Act, der Hassrede bekämpfen soll. Also eine völlig, ja, ein neues Einfallstor für zusätzliche staatliche Zensur. Da habe ich immer so mein Problem mit, weil Hassrede, was ist Hassrede? Hassrede ist ja jedes Mal Auslegungssache. Also theoretisch kannst du ja immer sagen, wenn etwas nicht deiner Meinung entspricht, dann ist das Hassrede, ja? Das ist ja nichts Konkretes. Also sowas in Gesetzen finde ich immer ganz besonders schwierig, weil das kann und wird und dient auch höchstwahrscheinlich dazu, um politisch missbraucht zu werden. Was ist eine menschliche Emotion? Sowas hat in einem juristischen Text überhaupt nichts zu suchen. Also also wenn du so eine Formulierung reinbringst, dann willst du zensieren. Dann willst du alles wegsperren, was nicht deiner Meinung entspricht, sonst würdest du da konkret reinschreiben, was verboten ist. Aber wenn du da irgendwas Allgemeines reinschreibst, wo du alles reininterpretieren kannst, du kannst jetzt sagen, wenn jemand schreibt, die Grünen sind böse. Okay, Hassrede, dein Account wird jetzt gesperrt. Könntest du sagen. Ich meine, du kannst das ja geschrieben haben, weil du die Grünen hast. Das stimmt. Nochmal dazu, es ist auch nicht verboten, die Grünen zu hassen. Also du darfst hassen, wen du willst. Ja, klar. Also klar, der Frame wird immer sein, oh, er hasst Ausländer oder Transleute oder sonst irgendwas, aber das kannst du ja auch wieder in die kleinsten Kleinigkeiten einfach unterstellen und reininterpretieren. Oh, das ist alles jetzt Hass, Hass, Hass und jetzt müssen wir dich zensieren und ich halte halt generell, also wenn überhaupt, ich meine, ich bin generell gegen irgendwelche Einschränkungen der Meinungsfreiheit zum Beispiel, was man äußern darf und was nicht, aber wenn überhaupt, dann müsste das auch so kleinkariert wie möglich definiert sein, ja, und nicht irgendwie mit einem Oberbegriff, der dann frei interpretierbar ist. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wärst du auch dagegen, dass man es einschränkt und sagt, fackelt die Parteizentrale der Grünen ab?
Wenn man wirklich zu Gewalt aufruft, und das ist ja hier der Fall, dann da finde ich, da bin ich schon dafür, dass man sagt, nein, das geht nicht. Da forderst du ja zu Straftaten auf. Also das sollte man nicht Ja, dürfen. also So. Aufruf zu Straftaten, Genau. Verleumdung, okay, Genau. Beleidigung ist auch schon wieder kritisch, was ist eine Beleidigung? Okay, Ja. Verleumdung und Aufruf zu Straftaten. Das sind die zwei Genau. relevanten Dinge, die tatsächlich unter Strafe stehen sollten. Das finde Und ich dann. okay. Ja, richtig. Richtig. Oder generell irgendwie was alles, was mit Gewalt ist, schon mal, ja. So, das ist ganz klar für mich. Also jetzt echter Gewalt und nicht, oh, da hat man die Filis verletzt. Ja, Ja. aber gehen wir mal einen Schritt weiter in Anführungszeichen extrem. Selbst wenn da jetzt Oma Hildegard steht und sagt, ich weiß nicht, ich mag keine Schwarzen, was ja rassistisch ist, klar, ist rassistisch. Aber solange sie denen keinen Schaden zufügt oder auch nicht zufügen will, dann sage ich, ja gut, das muss eine Demokratie, diese Meinung kann und muss die Demokratie aushalten. Was soll man da jetzt großartig gegen machen? Du weißt, was ich meine? Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Also die Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die sollten auf ein Minimum reduziert werden. Aber es gibt Einschränkungen wie Verleumdung, üble Nachrede und also üble Nachrede ist ja eine schwächere Form der Verleumdung. Ich bin auch kein Jurist, also frag mich nicht, warum man da zwei Gesetze braucht, aber und Aufruf zu Straftaten. Also Verleumdung und Aufruf zu Straftaten, das sind die zwei relevanten Sachen, die man tatsächlich verbieten sollte, aber alles Weitere sollte meiner Meinung nach legal sein. Ja, also ich würde da vielleicht noch ein paar Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, wenn es jetzt zu einem exzessiven Mobbing wird, wo eine Person wirklich durchgehend von ganz vielen, was weiß ich, beleidigt wird, dann sage ich auch irgendwann, okay, ey, das geht über Meinungsfreiheit und so hinaus. Dann, eine Beleidigung ist mal okay, so, ja, klar, finde ich schon auf jeden Fall, aber wenn es da wirklich zu hartem Mobbing wird, dann ist wäre schon mal auch wieder eine Grenze überschritten, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall auch gegen Mobbing und sowas, jetzt exzessiv. Ja. Ja, ist das Sache des Staates. Also Mobbing an sich ist ja schon mal keine Straftat. Also ist das die Sache des Ja. Staates, sowas zu reglementieren? Ja, gut, das wäre eine Debatte für sich, würde ich sagen, ne? Das ist eine interessante Frage. Also, wenn es dann wirklich so weit geht, dass dann jemand da psychische Schäden von erlangen könnte oder gestalkt wird und sowas, glaube, dann ist da schon wieder eine Grenze überschritten, wo man dann schon irgendwie einschreiten kann, würde ich sagen. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen schwierig, weil dann werden wieder viele Leute sagen, oh, ich werde ja gemobbt, obwohl es vielleicht nicht so ist und so. Ganz schwieriges Feld halt immer. Da muss man mal vielleicht dann von Fall zu Fall entscheiden. Ja, und ja, wie gesagt, eigentlich wäre es besser, wenn der Staat Einschränkungen der Meinungsfreiheit selbst auf das notwendige Minimum, was halt wichtig ist, um andere Freiheiten zu schützen. Ich meine, wenn Verleumdung beispielsweise, wenn jetzt irgendjemand Lügen über dich verbreitet und große Zeitungen schreiben das überall auf und du kannst nichts dagegen unternehmen, ist schlecht. Da ist es gut, dass es hier einen Straftatbestand gibt, der sagt, okay, man darf nicht einfach so Lügen über andere Leute verbreiten. Oder Aufruf zu Straftaten. Das ist ja evident. Aber alles Weitere, das sollte eigentlich nicht Sache des Staates sein. Aber der Staat, der macht ja gerade das Gegenteil. Er wird immer aggressiver, er greift immer mehr in die Meinungsfreiheit ein und ja, dazu kommen noch die Er wird Zensur der übergriffig, Plattform. ja. Und dazu kommen Absolut, noch die also. Zensur der Plattform. Der Staat wird diesbezüglich, was jetzt die Meinungsfreiheit betrifft, absolut übergriffig und propagiert dies ja auch immer weiter, ne? Wir schauen uns ja bei Istus zum Beispiel regelmäßig ARD und ZDF-Dokumentationen an. Und kürzlich war jetzt erst wieder wegen TikTok das Problem, weil angeblich, ich habe kein TikTok, ne, aber die AfD soll wohl ganz besonders erfolgreich dort sein, also im Vergleich zu den anderen Parteien. Und jetzt, dann fängt man wieder an, so durch die Blume TikTok zu erpressen, nach dem Motto, naja, wir können ja über ein TikTok-Verbot nachdenken, wenn ihr nicht noch mehr zensiert und so. Es gibt keine Plattform, die noch willkürlicher zensiert als TikTok. Also TikTok, Höre ich auch immer wieder, das verwundert mich dann wiederum sehr. die sind einfach zu geizig, um sich Mitarbeiter einzustellen, die das überprüfen manuell. Die haben wahrscheinlich auch zu viele Videos, deswegen haben die wirklich sehr, sehr schlechte Algorithmen, die alles wegsperren, was politisch ist, was sonst wie ist. Ich hatte letztens, also ich habe letztens noch mal parallel auf TikTok gestreamt, das war jetzt nicht so erfolgreich, da hat der Twitch ein de facto Monopol, muss man sagen, bei Livestreams. Also da kann man Ja, selbst mit absolut. über 20.000 Followern, die ich auf TikTok habe, nicht groß Live-Zuschauer dazu bekommen. Ich glaube, das ist auch Aber sehr algorithmuslastig dort. Also vielleicht muss man den da irgendwie schon gefüttert haben. ja, und da wurde der Stream eingeschränkt, weil Crack-Ex-Avatar eine Zigarette im Mund hatte. Eingeschränkt wegen Nee. Richtlinien zu Tabakprodukten. Ja, Crack-Egg ist auch schon sehr problematisch, Kappa. Tabakprodukte. Also die Zigarette im Mund, die war der Grund, warum der Stream eingeschränkt wurde. Krass.
Krass. Von einem Avatar, nicht von Menschen. Also ich sage ja, die haben bei TikTok wirklich sehr, sehr schlechte Algorithmen, die völlig willkürlich, also wirklich, das ist Willkür, das folgt keiner Logik. Da kann dir morgen jedes noch so normale Video gesperrt werden. Mir wurde mal ein Video gesperrt, wo ich einfach nur einen Spiegelartikel über Waffenexporte vorgelesen habe. Denn da kommt das Thema, da kommt das Wort Waffen drin vor, da denkt der TikTok-Algorithmus, gefährlich, weg damit. Wahnsinn. Ja, so bei TikTok hört man so verschieden. Also ich weiß nicht. Also dann höre ich sowas und das höre ich oft, was du mir erzählst, dass TikTok da sehr penibel ist. Nicht penibel, Einerseits, willkürlich. ja Willkürlich. oder willkürlich sogar. Ja. Und andererseits sperren sie aber offensichtlich nicht genug, zumindest nicht aus Sicht der Wokisten auf den öffentlich-rechtlichen. Da ist ja AfD-Propaganda. Das muss ja alles weggemeldet werden und ist ja halt auch wieder höchst antidemokratisch, nur mal so by the way. Aber Günni schickt mir hier gerade im Chat einen Artikel, danke dafür, wo ja. drin steht, dass TikTok eine Menge US-Geheimdienstler in der Moderation hat. Finde ich auch interessant bei Aha. einem chinesischen Konzern. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja gut, sie haben halt in jedem Land wahrscheinlich sowohl deutsche als auch amerikanische und so Mitarbeiter, ne? Das ist ja relativ klar. Kann durchaus sein, wer weiß. Naja, in diesem Sinne, Ja. das ist, glaube ich, die Take-Home-Message, die wir hier senden können. Setzt auf alternative Plattformen, abonniert meinen Kanal hier auf Odyssee oder auf Rumble. Real Talk, ist das schon auf anderer Plattform als auf YouTube? Wir sind ja auf Twitch, auf YouTube, auf sonst jetzt von den so für Streaming und so nicht. Nee. Doch, wobei, wir haben einen Kick-Kanal mal gemacht letztes Jahr, aber den haben wir noch nie benutzt. Ja, ich bin auch auf Kick und ich streame ja auch parallel, aber da hat man immer nur einen Zuschauer oder so. Das ist ja dieses de facto Ja. Monopol von Twitch, von dem wir hier Da hatte sprechen. ich letztes Jahr echt ein bisschen Hoffnung, dass sie das da ein bisschen größer aufziehen können, aber ist dann doch irgendwie ein Rohrkrepierer geworden, ne? Scheint zumindest im Moment so. Ich hätte aber vielleicht noch, also ich weiß nicht, ob du jetzt Feierabend machen wolltest. Ich hätte nämlich noch eine Sache, die ich vielleicht hätte ansprechen wollen. Shuyoka, hast du gehört, was da wieder los ist momentan? Nein, ich wollte gleich zu Proletopia rüber raiden und mir dann, obwohl es schon spät, mal gucken, inwieweit ich da noch zuschaue, dann schauen, was da los ist. Okay, ja, ich wollte nur, sie schießt Jungfeldsalat, sagt ihr was? Ja, genau, dann gib mal ein Update. Okay, gebe ich dir ein kurzes Update. Da hat Shoyoka nämlich jetzt heute getweetet und schießt ziemlich hart gegen ihn. Jungfeldsalat veröffentlicht private DMs aus linken Safe Spaces von Flinter-Personen, um ein paar lächerliche Klicks auf seinem YouTube-Channel mit folgenden Tags zu bekommen. Dann sind da so ein paar Tags von ihr, Montana Black und sowas. Ich kenne die Person, dessen DM veröffentlicht hat und werde ihr juristischen Beistand wegen einer Klage wegen Persönlichkeits Rechtsverletzung anbieten. Gekränkte Männeregos sind das Letzte. Und jetzt noch anschließend, weil Kuchen da auch was zugetwittert hat, der hat dann diese Demo auch gezeigt. Kuchen verbreitet es weiter und macht sich drüber lustig. Ja, Feldi, frag dich nochmal, warum Frauen keinen Bock auf Discords mit dir haben. Frag dich das nochmal. Der ist da offensichtlich irgendwie aus irgendeinem geheimen Discord rausgeflogen, weil er irgendwie mal auf Kuchen reacted hat und so. Und das eskaliert gerade wieder komplett. Der hat da jetzt auch heute irgendein Video zu veröffentlicht. Das Ja, das ist Erste, was ich sehr dazu gut. gelesen habe, ist, dass diese Leute sich wieder gegenseitig jetzt auffressen. Tja. Ja, Martin Sellner hat sich schon bei Shoyoka bedankt und in dem Sinne, dem können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Ja. Also auf jeden Fall ein Hinweis, kannst du dir mal reinziehen, das Video. Ich habe es mir auch schon angeguckt, war ganz interessant. Also, liebe Wokis, streitet euch ruhig weiter, indem wenn ihr euch gegenseitig cancelt, könnt ihr in der Zeit nicht noch andere canceln. Das ist sehr hilfreich für eure Feinde. Ja, absolut. Ja, war ein sehr schöner Talk, Agi. Gerne wieder. Meld dich gerne. Ich lade dich bestimmt auch demnächst mal wieder ein. So ist es, falls du Lust hast. Auf jeden Fall im Jo, jo. Kontakt bleiben, würde ich Gerne. sagen. Hat Spaß gemacht. Jo, dann bis nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und